Soweit die administrativen Sachen. Gerd, die Bühne gehört dir. Ja, vielen Dank, Konstantin. Danke. Okay, ja, jetzt darf ich ein bisschen länger was erzählen. Ich freue mich auch. Ich habe einige Fragen. Interessiert mich wirklich die Frage, wer von Ihnen kennt die Seite? Wer von Ihnen kennt die Seite? Wow, okay. Ich weiß nicht, woher Sie die kennen. Ich freue mich riesig, dass es so ist. Wer von Ihnen nutzt sie auch ab und zu mal? Also nicht nur kennen, sondern nutzen. Okay, es sind schon ein bisschen weniger. Ist okay. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber ich wollte das auch sagen. Also da steht Gerd Aulinger da drauf und das hat andere Gründe drauf. Das ist keine Gerd Aulinger Seite. Die Idee dahinter war, eine Plattform zu schaffen. Und diese Plattform funktioniert ganz gut, aber sie funktioniert nicht ganz so, wie ich es gerne hätte. Also da ist immer noch sehr viel Gerd Aulinger drauf und sehr wenig andere Leute. Und deswegen wollte ich Ihnen ein bisschen was zeigen, was da drauf ist. Und ein bisschen erklären, was die Absicht dahinter ist. Einige Sachen vielleicht ganz wichtig. Da ist keine Werbung drauf. Sie müssen sich nicht mit einem Passwort einloggen und nur dann reinkommen. Sie müssen mir nicht sagen, wer Sie sind, damit Sie draufkommen. Und es ist alles kostenlos. Okay? Noch macht es Spaß. Es ist ein reger Austausch, der da stattfindet aufgrund dieser Seite. Aber der ist noch ein bisschen klein. Ja? Also das sind sehr viele Firmen, das werden Sie auch sehen, die da beteiligt sind. Da sind sehr viele Bilder drauf von Leuten, die heute teilweise hier sind. Frau Staube, Sie sind bei 300 Downloads in China allein schon. Ja? Und ja, also falls Sie sich fragen, wer die Dame auf diesem Foto ist, ja, da hinten sitzt sie, Dankeschön, ja, für dieses Foto. Also das ist ein Versuch, das Thema in die Breite zu bringen und das Thema auch so zu präsentieren, dass man damit auch gleich was machen kann. Also es ist nicht die Absicht, nur Werbung zu machen, sondern dass man damit auch arbeiten kann und erste Gehschritte machen. Also die Gruppe hier ist groß, ja, aber wenn man diese Gruppe jetzt im Verhältnis setzen zur Aufgabe, ne, also die Fabrik Konstantin, die du gezeigt hast, ist nicht eine, es sind eine Menge. Ja, und es werden immer mehr, wenn wir nicht aufpassen. Also im Verhältnis zur Aufgabe, die wir hier haben, sind wir eine sehr, sehr klitzekleine Gruppe. Und deswegen braucht man da sehr, sehr viele Hilfsmittel, um das in die Breite zu treiben, damit die Leute auch in diesen Übungsmodus kommen, den wir ganz, ganz dringend brauchen. Ja, also das Thema Kata kann man durch Vorträge nur sehr, sehr bedingt verstehen. Ja, man kommt an einen Punkt, wo man eben nicht mehr weiterkommt, es sei man experimentiert mit der ganzen Sache. Ich erzähle immer gerne dieses Beispiel von Schokolade. Ja, versuchen Sie mal zu erklären, wie Schokolade schmeckt, sodass ich sie schmecken kann. Versuchen Sie das in Worte mal zu machen. Ja, es gibt Sachen, die kann man einfach in Worte nicht erklären, man muss das selber reinbeißen. Ne? Sehr viele Leute stellen leider zuerst die Kosten-Nutzen-Frage, bevor sie überhaupt bereit sind, da reinzubeißen. Aber ich glaube, da gibt es keine Alternative. Man muss selber die Schokolade auf der Zunge zerschmelzen lassen, dann kann man wirklich schätzen, was da für ein toller Geschmack dahinter steckt. Also das wird keiner Ihnen so erzählen können. Wir haben heute sehr viel über die Verbesserung und Coaching-Kata vorzureden und ich möchte da versuchen, in die Tiefe zu gehen mit so einer großen Gruppe. Weiß ich nicht, wie gut es gelingt. Aber das Experiment will ich heute machen. Ich habe jetzt zwei Übungen vor mit Ihnen. Das erste, ich möchte ganz kurz eine Prozessanalyse einfach machen, wie wir sie in der Regel machen. Also die erste Aufgabe in der Verbesserungskata ist es, aus dem Ist-Zustand einen Zielzustand herzuleiten. Und da wollte ich jetzt einfach mal ganz schnell eine Aufgabe machen mit der Bitte, dass Sie mir einfach nur händisch diese Aufgabe mitfolgen. Ja? So, und dann würde ich gerne danach eine zweite Übung machen und dann würde ich gerne einfach nur ein paar Coaching-Gespräche hier vorne durchführen, mit Hilfe von ein paar Leuten, die sich bereit erklärt haben, da zu unterstützen und einfach mal so ein paar Coachings zu machen. Ich hoffe, dass diese zwei Experimente uns dann helfen, einfach mal so ein bisschen Gefühl zu kriegen, was dahinter steckt und das Thema ein bisschen näher zu legen. Alles, was ich Ihnen zeige, ist im Internet. Also können Sie jederzeit runterladen, Sie können es drucken, Sie können es Sie können das verwenden, Sie können vielleicht diese Übung auch nutzen, um anderen zu erklären, was dahinter steckt, ja, wie auch immer Sie wollen. Also das ist alles frei zugänglich. Ja. Okay, eine Sache, die ganz wichtig ist, jetzt werde ich ein paar Mal vor dem Beamer stehen, eine Sache, die ganz wichtig ist, also ich bin jetzt im Internet, ein paar Sachen, die ganz wichtig sind, wenn wir Ist- und Ziel, Sie merken, ich gehe jetzt in die Tiefe rein, ja. Wenn wir Ist- und Zielzustände definieren, Zielzustände sollten einige Eigenschaften haben. Und
einige dieser Eigenschaften sind natürlich, dass diese Zielzustände mich aus meiner Komfortzone hinausbringen müssen. Also Leute, die an Zielzuständen arbeiten, sollten natürlich dadurch aus ihrer Komfortzone hinaus in ihre Lernzone hinein gebracht werden. Das heißt, diese Zielzustände nenne ich sehr oft gerne auch Lernaufgaben. Zielzustände sollten Lernaufgaben sein, die ein paar Eigenschaften haben sollten. Und diese Eigenschaften kann man... Sekunde. Ich gehe mal ganz kurz ins... Nee, das machen wir jetzt mit der anderen Seite. Die habe ich hier aufgeschrieben. Da steht es da oben. Sie müssen lösbar sein, natürlich wie Ziele grundsätzlich sind, aber sie müssen vor allem lösungsfrei sein. Ja? Interessanterweise, wenn Sie mit solchen Zielzuständen auch wirklich Innovation machen wollen, also wissenschaftlich arbeiten, also bei der Arbeit Wissen schaffen, also Wissen, welches noch nirgendwo vorhanden ist, sollte die Lösung natürlich jedem unbekannt sein. Das ist die hohe Kunst übrigens des Coachings. Wie coache ich jemanden auf eine Lösung hin, die ich selber überhaupt nicht kenne, von der ich nicht den blassesten Schimmer habe. Und das ist eine große Herausforderung, selber als Coach sowas hinzubekommen. Es ist unglaublich befriedigend aber, wenn Sie irgendwann mal von Ihren Menti Lösungen vorgelegt bekommen, funktionierende Lösungen vorgelegt bekommen, von denen Sie selber am Anfang gedacht haben, das ist unmöglich. Ne? Obwohl Toyota das immer wiederholt, ne? Zu der Kategorie gibt es nichts. Ne? Also nichts ist unmöglich, man glaubt es aber nicht so gern. Erstmal, ja. Es muss lösbar, ja, es ist, ja genau, also... Schwer. Ja, genau. Also das Problem, danke, ja, das habe ich auch noch nicht geknackt. Ja. Bis jetzt funktioniert es meistens, aber ich glaube, dass es in der Tat Teil der Erfahrung eines Coaches ist, einschätzen zu können irgendwann mal, wie kann ich solche Zielzustände definieren, ja, die wirklich herausfordernd sind, ohne überfordernd zu sein, aber nicht unterfordernd und dann aber auch wirklich Innovation hervorrufen. Ich habe... Jetzt ist ein bisschen die Bedienung vom Internet ist anders als die Bedienung vom Sekunde. Jawohl. Ich habe ein Beispiel aufgeschrieben hier unten auf der Seite. Danke Janina für die Frage. Ich habe aus Diskussionen heraus ein paar Checkfragen für Innovation gestellt. Also wann ist eine Innovation wirklich innovativ? Und ich glaube, es gibt vier Fragen und die müssen Sie alle mit Nein beantworten. Dann können Sie wissen, dass es wirklich ein Zielzustand ist, der wirklich innovativ ist, an dem Sie arbeiten. Und das sind diese vier Fragen da oben. Also wenn die alle mit Nein beantwortet werden, meine Hypothese, dann arbeiten Sie an einer Innovation. Erste Frage, unterstützt die Mehrheit Ihr Vorhaben? Wenn alle Ja sagen, wahrscheinlich ist es keine Lernzone, es ist Komfortzone. Okay? Wenn es die Frage auf zwei, funktioniert es bereits? Wenn die Antwort ja ist, ist es okay, aber es ist keine Innovation. Okay. Wissen Sie schon, wie es funktionieren wird? Wenn die Frage ja ist, okay, aber das Lernen ist auch schon ausgeschlossen. Ja? Können Sie beweisen, dass es funktionieren wird? Okay. Ich glaube, nur dann, wenn wir die vier mit Nein beantworten, dann haben wir wirklich wahre Innovation. Nicht die, die auf den Prospekten draufsteht. Okay? Auf den Prospekten, unsere Marketingabteilungen, die drucken Innovation noch und nöcher auf den ganzen Prospekten drauf. Aber ich glaube so ein bisschen, dass das nicht wirklich wahre Innovation ist. Ja? Und Sie merken, diese Aufgaben, auf denen diese vier Antworten Nein sind, das sind Aufgaben, verdammt, also da braucht man schon ein ziemlich starkes Selbstbewusstsein, um sich in solche Aufgaben hineinzuwagen. Ne? Die Mehrheit ist dagegen, ja. Alle sind sie da am Zaun und gucken, naja, wie wird das funktionieren? Ja? Und Beweise? Darf ich gerne noch eine Einwand machen? Ich glaube, Innovation ist ja nicht 0-1, sondern ja? Innovation ist klein, ganz kleine Innovation, mittelgroße Innovation, Rieseninnovation. Ja? Und wenn du ja, nein fragst, kriegst du nur dieses 0-1-Schema. Ja. Ja? Und ich denke an ein paar Innovationen, die ich so im Hinterkopf habe. Mhm. Ja. Wenn nur ganz wenige dafür sind oder das unterstützen, ja, dann ist die Innovation wahrscheinlich groß. Je mehr du mit dabei hast, die du überzeugen kannst, dann kannst du vielleicht eine kleine Innovation. Ja, genau. Ich stelle es auch einfach mal in die Runde. Ja. Aber ich würde sagen, aufpassen, wenn du ja, nein fragst. Ja, ist okay. Null Innovation oder. Ja, genau. Es gibt was dazwischen. Ja, genau. Okay, also wir sind uns einig, dass es dieses Schwarz-Weiß mit Sicherheit
nicht geben wird. Aber es ist nur so ein bisschen, damit man sieht, welche Probleme man hat. Es ist ein bisschen dargestellt. Das heißt, unsere Zielzustände sollten entsprechend formuliert werden. Und um Zielzustände zu formulieren, die lösungsfrei sind, die erreichbar sind und so weiter, hat sich herausgestellt, dass es, also es ist zumindest meine Erfahrung, was ich jetzt auch gerne zur Diskussion stelle, dass es sehr hilfreich ist, wenn man versucht, aus möglichst vielen Zahlen oder idealerweise nur aus Zahlen solche zu beschreiben. Ja, also da sind wir uns, glaube ich, auch noch nicht so ganz einig, ob es hundertprozentig so sein soll, aber ich bin der Meinung, dass wenn wir mit Text arbeiten, dass wir sehr oft Maßnahmen und nicht Ziele beschreiben. Das sind jetzt ein paar Beispiele im Internet, wie solche Ist- und Zielzustände aussehen können. Ja? Ich will sie jetzt nicht im Einzelnen durchdeklinieren, aber die sind einfach da und da können Sie sich diese einfach mal ein bisschen anschauen. Also ich möchte mal einfach mal ein Beispiel zeigen, wie wir solche Ist- und Zielzustände beschreiben. Ja? Also die sollten nicht Text sein, wir sollten versuchen, die mit Zahlen zu beschreiben und natürlich sollten diese Zahlen mathematisch schlüssig sein. Und durch die Beschreibung dieser Zielzustände in Zahlen werden Abhängigkeiten deutlich, beziehungsweise die Lernaufgabe kristallisiert sich heraus. Und das ist, was ich Ihnen anhand eines Beispiels zeigen möchte. Also das sind mehrere Beispiele, die wollte ich Ihnen einfach nur zeigen, die sind dann zum Runterladen. Und das Erste, was ich gerne machen wollte, ist eben eine Prozessanalyse durchsimulieren, als wären wir in einer Fabrik. Also ich möchte jetzt hier an diesem Beispiel einfach mal zeigen, wie man aus einem Ziel eine Lernaufgabe machen kann. Okay? Eine Sache ist, glaube ich, klar, Verbesserung findet nicht am Ergebnis statt, Verbesserung findet am Prozess statt. Wenn ich die Prozesse verbessere und es richtig tue, werden die Ergebnisse besser, aber die Verbesserung findet am Prozess statt. Nur ein Beispiel. Nehmen wir mal an, wir haben eine Montage und wir wollen aus irgendwelchen Gründen, oder wir wollen die Anzahl Mitarbeiter reduzieren, weil wir hieraus, konstruiertes Beispiel, ja, einen Mitarbeiter für Kaizen-Aktivitäten gewinnen wollen. Unsere Kaizen-Aktivitäten aufbauen, wir wollen aus den 6 Mitarbeitern 5 machen. Ja, und das ist jetzt die Herausforderung für diese Insel, 5 Mitarbeiter, also die Insel mit 5 Mitarbeitern zu betreiben. Sie wissen, wenn Sie solche Ziele definieren, gibt es mehrere Wege, sowas zu machen. Ja, es gibt mehrere Wege, sowas zu machen. Viele Mitarbeiter oder Verbesserer, die diesen Prozess verantworten, werden sagen, ja gut, in der Komfortzone denke, werden sie anfangen zu sagen, na gut, wenn du das willst, aber dafür. Ne? Und die könnten ihnen dann folgende Vorschläge machen. Nehmen wir mal an, wir haben hier eine Insel, die produziert 88 Stück. Ja? Und aufgrund einer Zeitaufnahme, die könnte so aussehen wie dieser hier, haben wir ein paar Daten ermittelt. Also wir haben eine niedrigst wiederholbare Zykluszeit ermittelt von 4 Minuten, eine durchschnittliche Zykluszeit über diese 20 Zyklen von 5,1 Minuten. Das heißt, wir haben 21% Störungsanteil, zumindest in dieser Aufnahme, drauf. So, und jetzt nehmen wir mal an, wir sagen dem Mitarbeiter, unser Ziel ist es, auf 5 runterzugehen. Also 6 Mitarbeiter mache 5. Was ist das Erste, was wir sehr oft machen? Wir fangen an zu überlegen, was geht uns dabei verloren. Ja? Und eine der ersten Sachen, die wir in unseren Zielzuständen relativ schnell klären müssen, ist, was darf sich nicht verändern. Nehmen wir mal an, wir wollen diese 5 Mitarbeiter, also 5 machen. Wir werden diesen 6. Mitarbeiter irgendwann mal rausnehmen müssen, ganz konkret. Ja. Und was könnte dann passieren? Was wird passieren, wenn Sie einen Mitarbeiter aus der Insel rausnehmen? Was ist das erste Naheliegende, was passiert? Was wird passieren, wenn Sie einfach mit weniger arbeiten? Die Ausbringung wird runtergehen. Ja. Sehr viele Leute könnten sagen, gerne, wir können einen rausnehmen, dafür reduzieren wir die Ausbringung. Okay, wäre eine erste Sache, die wir machen. So, das wäre ein Weg, ein leichter Weg, aber es wäre eben keine Lernaufgabe mehr, wenn ich das damit erschlagen würde. Deswegen eine der wichtigen Aufgaben, wenn ich Zielzustände definiere, ist, dass ich diese Zahlen in Konstanten und Variablen aufteile. Also was darf sich nicht verändern? Als erstes das gewünschte Ergebnis. Ich schreibe jetzt einfach mal oben drauf. Sie können einfach mitschreiben. Wir haben 6 Mitarbeiter und das gewünschte Ergebnis ist, wir wollen 5 haben. Eine Sache, da können wir uns, glaube ich, relativ schnell einigen, wollen wir eben nicht. Wir wollen nicht, dass die Ausbringung, die heute 88 ist, oder der Bedarf, sinkt. Und deswegen, wenn der Bedarf heute 88 ist, dann wäre es vielleicht ganz gut aufzuschreiben, also der Bedarf oder die Ausbringung soll bleiben
88. Die sollen erstmal gleich bleiben. Ja gut, könnte der Verbesserer sagen, ja gut, aber wenn du einen rausnimmst und die Stückzahl bleibt gleich, dann müssen wir wahrscheinlich länger arbeiten. Ne? Das ist, ja, nee, das wollen wir auch nicht unbedingt. Wir wollen nicht das durch längere Arbeitszeiten kompensieren. Das heißt, die Arbeitszeit, die heute beträgt, ne, die Regelarbeitszeit, die heute von 6 bis, was habe ich im Beispiel, bis 14 Uhr eben 8 Stunden beträgt, soll natürlich bleiben von 6 bis 14 Uhr. Die wollen wir auch nicht verändern. Ja, okay. Ja gut, was könnte man noch machen? Was wäre noch möglich? Viele Mitarbeiter würden sagen, Verbesserer würden sagen, ja gut, dann arbeiten wir halt die Pausen durch. Nein, nein, auch die Pausen wollen wir nicht durcharbeiten. Das heißt, wie viele Pausen haben wir in unserem Beispiel? Wir haben eben 40 Minuten. Die Pausen sollen eben 40 Minuten sein, nach wie vor. Die Mitarbeiter sollen nicht auf ihre Pausen verzichten müssen. Ja, und deswegen sollen die 88 Stück natürlich in der Sollarbeitszeit erreicht werden. Ja, also die Regelarbeitszeit hier, ne, also Arbeitszeit, wenn Sie wollen, brutto 480, ne, oder Arbeitszeit netto, abzüglich Pause, 440 Minuten. Und die sollen eben 440 bleiben. Ja gut, aber wenn wir die Arbeitszeit auch konstant lassen und so weiter, irgendwie müssen wir das kompensieren. Ja? Mehr Überzeit. Ja? Mehr Überzeit. Was halten Sie von mehr Überzeit? Ja? Bitte? Überzeit, also nach Schichtende. Ja, bitte? Überstunden oder, ja, achso, okay. Ja. Oder Überstunden. Überstunden. Ich weiß noch nicht, wie sie heute ist, aber ich möchte Überstunden gleich 0 Minuten haben. Okay, und wie soll das jetzt gehen? Ja, und jetzt können wir natürlich ein bisschen überlegen. Wir haben diese ganzen Zahlen konstant fixiert. Das heißt, jetzt haben wir nur noch ein paar wenige Stellschrauben, die offensichtlich übrig geblieben sind. Also der Weg des geringsten Widerstandes ist schon mal ausgeschlossen. Aus der Grafik hier hatte ich Ihnen gezeigt, haben wir eine niedrigst wiederholbare Zykluszeit von 4 Minuten. Was bedeutet eine NWZZ von 4 Minuten? Was bedeutet diese NWZZ? Was ist diese NWZZ? Wann treten diese 4 Minuten auf? Nur dann funktioniert es, dass wir alle 4 Minuten weiter takten. Wenn was? Keine Störungen. Wenn keine Störungen auftreten. Jedes Mal, wenn ich eine Störung habe. Übrigens, die Grafiken sehen immer gleich aus. Wenn Sie Prozessanalyse machen, werden Sie sehen, dass die Grafiken immer gleich aussehen. Sie haben so einen Sockel und dann haben Sie die Ausreißer nach oben. Also wenn Sie diese Grafik ein bisschen genauer anschauen, werden Sie feststellen, man kann wunderbar erkennen, es lief gut, da war eine Störung. Und wie groß war die einzelne Störung? Ja, das kann man sehr gut erkennen. Das heißt, wir haben eine niedrigst wiederholbare Zykluszeit von 4 Minuten. Ja. Und daraus können wir jetzt ein bisschen rechnen. Ja, die verfügbare Arbeitszeit von 440 Minuten geteilt durch 88 Stück ergibt einen Kundentakt von 5 Minuten. Ja. Und wir können jetzt in einer Annäherung hochrechnen, wie viel Montagezeit wir haben. Jeder Mitarbeiter taktet alle 4 Minuten, wir haben 6 Mitarbeiter. Das heißt, unsere Montagezeit ist gleich, das ist angenähert, das ist nicht richtig genau genommen, weil ich nicht jeden einzelnen Mitarbeiter gestoppt habe. Aber ich kann das für einen ersten Versuch so machen. Das wären jetzt 24 Minuten. So, und den Störungsanteil, auch aus der Grafik berechnet, das ist die Differenz zwischen diesem Mittelwert. Also im Schnitt takten wir alle 5,1 Minuten ein, weiter, ne? Übrigens, schauen Sie mal, wie oft der Schnitt aufgetreten ist. Wir rechnen immer mit dem Durchschnitt, das ist so witzig. In unserem Managementsystem sind überall Durchschnittszahlen drin. Schauen Sie mal, wenn Sie jetzt konkret in den einzelnen Takt reinschauen, wie oft der Durchschnitt aufgetreten ist. Im Schnitt tritt er nie auf, das ist ganz interessant. Es ist über alles gemessen. Also wir haben
Also im Schnitt takten wir alle 5,1 Minuten. Wir könnten im störungsfreien Fall alle 4 Minuten weiter takten. So, das heißt, von den 5,1 Minuten sind 1,1 Störungen im Schnitt. Ja, so, und diese 1,1 geteilt durch 5,1 bedeutet 21%. Störungsanteil. Einigen Sie sich auf eine Formel, wenn Sie das anders rechnen wollen. Also ich persönlich mache das gerne so, weil das einfach pragmatisch ist. Okay? So, und jetzt können wir ein bisschen hochrechnen. Ja, wie lange arbeiten die denn überhaupt heute? Also die Ist-Arbeitszeit. Wenn ich jetzt hier hochrechne, 5,1 Minuten hochgerechnet mal 88 Stück, würde bedeuten, dass wir in einer Schicht, also um die 88 Stück zu produzieren, 448,8 Minuten brauchen würden. Das heißt, wie viel Überzeit oder Überstunden oder Überminuten hätten wir dann, wenn wir so produzieren, wie da dargestellt, 8,8 Minuten Überzeit oder Überstunden. So, wir haben gesagt, also Überstunden habe ich hier oben, 8,8 Minuten. So, wie viel wollen wir eigentlich haben? Null. So, wo soll das jetzt kommen? Woher soll das jetzt kommen? An welchen Stellschrauben sollten wir jetzt drehen? Was meinen Sie? Zum Beispiel, also wir haben jetzt 21% Störungsanteil. Was könnten wir jetzt in einer ersten Annahme? Nehmen wir mal an, wir wissen nicht viel über die Details. Also wenn Sie es richtig genau machen, könnten Sie sagen, diese Störung hier ist das und das. Eliminiere ich die, habe ich so viel Prozent weniger. Aber die Information haben wir jetzt nicht. Jetzt machen wir die schnelle Variante. Wir haben 21%. Was könnten wir jetzt in einen schnellen Wurf als nächstes annehmen? Was könnte man machen? Also wir machen jetzt die Daumenvariante. Ist nicht ganz sauber. Sie sehen, ich habe ein paar Unsauberkeiten hier. Aber nur als Idee. Nehmen wir mal an, wir sagen, okay, ich versuche den Störungsanteil zu halbieren. Sie wissen ja, gegen 100% wird es zunehmend schwer. Also sowas zu halbieren ist ja herausfordernd genug. Lassen Sie uns mal als Hypothese formulieren, wir versuchen durch Reduzierung des Störungsanteils auf 10% in der Sollarbeitszeit die 88 Stück zu machen. So, und jetzt kann ich nochmal rechnen. Was wäre jetzt meine geplante Zykluszeit, wenn ich jetzt 5 Mitarbeiter statt 6 hätte? Also wenn ich die 24 Minuten jetzt auf 5 statt auf 6 verteile, was wäre jetzt meine neue Zykluszeit? 24 geteilt durch 5, eben 4,8. Ne? Also wenn ich jetzt mit 6 arbeite, kann ich im störungsfreien Fall alle 4 Minuten weiter takten. Wenn ich mit 5 arbeite, eben alle 4,8 Minuten. So, wenn ich alle 4,8 Minuten weiter takte, alle 440 Minuten, 4,8 ist übrigens unter dem Kundentakt, ist kein Problem. Also so gesehen wird es gar kein Problem. Und jetzt kann ich dann rechnen, wenn ich jetzt diese 10% Störungsanteil habe. Ja, wie lange würden wir dann arbeiten? Einfache Rechnung. Die Sollarbeitszeit wäre 4,8 mal 1,1 mal 88. Und das würde bedeuten, wenn ich den Störungsanteil auf 10% rechnen würde, würde ich in, 464,6 Minuten fertig sein. Okay, allein den Störungsanteil auf 10 Minuten zu reduzieren, würde nicht reichen, weil ich hätte immer noch eine Überzeit von 24,6 Minuten. Wie viel Überzeit wollen wir eigentlich haben? Bitte? Null. Das heißt, wir müssen jetzt hier irgendwie gucken, dass wir das hier auf Null bekommen. Okay. Sie sehen, ich durchlaufe einen Prozess. Das Ziel war relativ schnell klar. Aber jetzt einen Zielzustand zu definieren, das ist ein bisschen Arbeit. Und was ich jetzt hier mache, ist in einem sehr einfachen Beispiel die Iterationsschleife. Ja, Sie können nicht, also die Lösung oder die Verbesserung ist nicht Mitarbeiter rausnehmen. Das ist banal, das können Sie sofort machen. Mitarbeiter rausnehmen ist es sofort gemacht. Sie wollen aber mit weniger Mitarbeiter gewisse Sachen trotzdem hinbekommen. Das muss mathematisch schlüssig sein. Und das ist ein Prozess. Wir haben noch keine Verbesserung gemacht. Wir sind ja auch nicht in der Lage zu verbessern, denn wir wissen gar nicht, was wir verbessern wollen und wohin wir wollen.
Okay, aber eines hat sich schon jetzt herausgestellt, wir wollen den Störungsanteil halbieren. Wir rechnen ein bisschen, reicht nicht. Noch ein bisschen weiter rechnen. Wenn ich jetzt 10% Störungsanteil habe, jetzt erstmal für den nächsten Zielzustand, was könnte ich noch verändern oder was müsste ich zwingendermaßen jetzt noch verändern? Bleibt nicht mehr viel übrig. Bitte? Die Taktzeit oder Montagezeit. Und jetzt kann ich umgekehrt rechnen, was für eine Zykluszeit oder Taktzeit bräuchte ich, um ohne Überzeit meine 88 Stück zu machen. Ja? Und wie wäre die Rechnung? Jetzt muss ich gucken, wo ich die am besten mache. Hier unten. Also die Arbeitszeit netto sollte sein 440 mal 0,9 gleich 396 Minuten. 396 Minuten, warum? Weil 44 Minuten gehen mir jedes Mal für Störungen schon mal verloren. So, und in diesen 396 Minuten müsste ich jetzt meine 88 Stück machen. Das heißt, ich habe hier mal Stift, also diese 4,8 muss ich verändern. Die neue Zahl wäre, schreibe ich hier oben hin, 396 geteilt durch 88. Und das wäre 4,5 Minuten. 4,5 Minuten, alle 4,5 Minuten weiter takten mit 5 Mitarbeiter. Das heißt, was wäre jetzt meine neue Zielmontagezeit, die ich haben müsste? Das wären dann 22,5 Minuten. Das heißt, meine Montagezeit soll 4,5 mal 5. Das ist gleich 22,5 Minuten. So, und das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen MBO, bin mir nicht ganz sicher, ja, das können wir dann gerne ein bisschen diskutieren. Ich bin da aber kein MBO-Spezialist, es ist meine Meinung oder was ich weiß, vielleicht können Sie mir da helfen. Das ist das gewünschte Ziel bezüglich Ergebnis. Verbesserung findet statt am Prozess. Was am Prozess will ich verbessern? Die Montagezeit, das ist eine Baustelle, der Störungsanteil. Das sind die zwei Variablen, an denen ich drehe. Und wie weit will ich die drehen? Ja, bis auf den Wert von 22,5 und 10%. So, und jetzt weiß ich, woran ich arbeiten muss. Jetzt habe ich eine Lernaufgabe und nicht einfach ein Ziel, das mir meinen Lösungsweg offen lässt. Also der Lösungsweg ist immer noch offen übrigens. Ne? Wie viel Lösung gibt es denn auf dieser Seite? Haben Sie die Lösung schon gesehen? Ist die Lösung drauf? Ich bin immer noch lösungsfrei. Ne? Also das mit den Zahlen hilft ganz gut. Zahlen können einfach nicht Lösung sein. Ne? Also nur von einer Matheaufgabe, aber niemals von konkreten Problemen in der Fabrik. Ne? Weil alle Zahlen Ergebnis sind immer. Okay. Das Ganze ist hier noch ein bisschen weiter erklärt. Ja? Auch in den einzelnen Schritten erklärt. Also wenn Sie das später für sich nochmals Dokumentation haben wollen, können Sie einfach runterladen im Internet. Was ich da geschrieben habe, ist hier auch wieder da. Ja. Und Vorschlag für Sie, also das ist eine Prozessanalyse und diese Prozessanalyse, die kann man sehr gut üben, die kann man sehr gut machen. Wenn Sie in der Routine, die Mike vorgestellt hat, einsteigen wollen, müssen Sie den Ist-Zustand analysieren und den Zielzustand ableiten. Noch lange, bevor irgendeine Verbesserung stattfinden kann. Warum? Weil wir erstmal wissen wollen, woran wir arbeiten wollen. Aus den vielen, vielen Punkten um meinen Ist-Zustand heraus haben wir jetzt gesagt, nein, ich arbeite nicht mehr an allen, ich arbeite an den und an den, an nichts mehr anderes. Okay? Und das ist ein bisschen Arbeit, das ist Vorbereitungsarbeit und ich glaube, das ist natürlich eine Arbeit, die man machen muss und die entsprechend gemacht werden soll. Auch hier, wie gesagt, im Internet die Anleitung konkret. Ja? Also wollen Sie die Prozessanalyse machen? Meine dringende Empfehlung, suchen Sie sich Prozesse raus. Prozesse mit einer Minute Zykluszeit oder so, Montagen, das sind die besseren eigentlich, weil da kann man sehr schnell, in 20 Minuten haben Sie 20 Zyklen aufgenommen. Wer Prozesse hat mit einer Stunde, da muss man ein bisschen kreativ werden, da gibt es auch Tricks. Janina hat ein paar Tricks drauf, wie man in Produktentwicklungsprozesse hochzyklisch oder höherzyklisch coachen kann. Aber ich glaube, an der Stelle kann man das dann üben. Und da gibt es hier ein paar Anleitungen, also Stoppuhr, Tafeln und so weiter. Ja? Also Blätter, Sie müssen erstmal oder sollten vielleicht erstmal eine Skizze machen und dann einfach gewisse Grafiken aufnehmen, rechnen. Das ist ja fast schon
fertig zum Ausfüllen, ja, und dann können Sie dann danach einfach Ihren Ist- und Zielzustand daraus herleiten. Wollte ich Ihnen einfach nur zeigen, ist im Internet, können Sie jederzeit nutzen. Das verändert sich übrigens, es könnte sein, wenn Sie in 2 Monaten reinschauen, dass die verworfen ist und durch eine bessere ersetzt wurde, ja, weil nach solchen Präsentationen werden Hände hochkommen und sagen, Herr Aulinger, finde ich ganz schlecht, ja, und dann wird eine bessere reinkommen. Okay. Nicht finde ich ganz schlecht, aber eine Frage, ja. Gerd. Das ist jetzt sehr technisch, mit sehr vielen Zahlen hinterlegt. Ja. Es gibt quantitative Ziele und ja. Es gibt qualitative Ziele. Ja. Also ich hab mich sehr lange Zeit gewehrt gegen Zahlen und weil ich jetzt Zahlen verteufelt habe in Verbindung mit MBO, ja, habe ich die ein bisschen, bitte? Bitte? Ja, ich nehme an, dass es die auch gibt. Es ist eine Frage, ja, und die will ich auch einfach im Raum stehen lassen. Also ich experimentiere gerade zurzeit in die Richtung und ich habe da mehrere Beispiele. Schauen Sie sich diese Beispiele an. Ich merke natürlich, dass wir sehr oft in Bereiche kommen, also Vertrauenskultur entwickeln. Okay, ich will eine Vertrauenskultur von 7. Ich habe eine von 9. Und es gibt Grenzen des Messbaren und so weiter. In der Hirnforschung wird es immer messbarer. Also mittlerweile kann man einiges messen im Hirn, von nichts. Es ist alles irgendwie ein Geist zu, es sind Chemie und Ströme. Da hat sich einiges getan, wer weiß, wo es weitergeht. Vielleicht sollten wir also unsere Unfähigkeit, das in Zahlen zu fassen, nicht verwechseln mit, wie sollte es richtigerweise sein. Ja? Also, dass wir es nicht messen können, heißt nicht, dass wir es nicht messen sollten. Und Messungen, glaube ich, sollte man in Zahlen bringen. Es ist jetzt meine Erfahrung. Also, zurzeit auf die Frage, wenn es geht, wenn man die Wahl hat, lieber Zahl als Text. Ja? Und Texte, das ist auch so eine Falle, das merkt man sehr oft, wenn man einen Text schreibt, dann hat man wahrscheinlich schon irgendwie eine Lösung impliziert. Das kann man mit einer Zahl sehr, sehr schwer machen. Mit Zahlen kann man nur Lösungen ausschließen und das ist ganz okay. Das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen die Lernzone noch offen lassen, ja, und nicht einschränken. Gerne. Verhaltensänderungen in Zahlen. Ja, das ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Frage. Also wir haben nicht, das kann man nicht in Zahlen, das ist genau die Frage. Ja, das ist genau die Frage. Was Herr Rother vorhin sagte, Sie wollen ja auch, das Management muss sich verändern. Ja. Sie wollen ja Leute coachen. Ja. Die Beispiele, die ich habe, sind okay. Hm, ja. Weil das nicht den ganzen Prozess betrachtet. Ja, okay, deswegen habe ich die anderen Beispiele. Und andere Themen dazu. Ja. Gibt es das da noch? Ne? Aber ja. Das kann ich ja okay. In jedem Arbeitsvorbereiter lesen. Okay. Das ist mir zu einfach. Okay. Ja, also. Es ist einfach, ich glaube, das ist ja auch die Absicht, ist, dass man auch lernt. Ne? Und danach, ne, das ist ja jetzt mit der Kata, ne? wir wollen jetzt nicht Montagen verbessern, okay? Wir wollen jetzt nur eine Routine üben. Und deswegen haben wir uns einfache Lernaufgaben gesucht, gleich gerade. Und nur als Idee, damit Sie das sehen, später gibt es andere Beispiele aus der Logistik, aus hier Tagesablauf von Handschuhs, Insourcing, Target Costing und so weiter. Ne? Und die Liste wächst, also die ist noch nicht vollständig. Wir haben unterschiedliche Ebenen in unserer Organisation, okay? Wir haben unterschiedliche Ebenen. Das ist der Mitarbeiter im Prozess und das ist die tiefste Führungsebene. Das ist oft Handschuh-Ebene genannt oder der Prozesseigner oder wie auch immer. Das ist die Ebene, auf der wir anfangen zu lernen und üben, okay? Danach wandert das erfahrungsgemäß dann nach oben. Die Aufgaben, die Sie da beschreiben, sind weiter oben in der Kaskade. Ja? Die Ziele nach oben zu definieren, wird zunehmend schwer in Zahlen. Wir haben jetzt festgestellt mit den Firmen, mit denen wir arbeiten, wir sind 2-3 Jahre unterwegs, allein nur die Routine zu verstehen, bevor wir sie erst in die Kernthemen reinbringen können, die uns wichtig sind. Also die Kata ist inhaltsneutral, egal, mhm. Ja, muss sein. Sie lehnt sich auch an die wissenschaftliche Methode an. Ja? Aber die andere Frage ist, wie lerne ich eine neue Routine? Fragen wir mal unsere Kampfsportler. Wie haben Sie angefangen mit der Kata? Was waren so die ersten Übungen? Haben Sie gesagt, hier ist ein Gegner, Black Belt, er kommt jetzt auf Sie zu, machen Sie mal. Absolut nicht. Ne? Wie haben Sie angefangen?
ganz einfache Sachen. Ja. Wir merken, genau wie Gerd es gesagt hat, vielleicht nicht ganz ausdrücklich genug, wenn wir einen Anfänger in einen sehr komplexen Prozess bringen, wo die administrativen Prozess, wo der Prozess eigentlich nicht sichtbar ist, die Zykluszeiten sind lang und die Arbeitsinhalte variieren. Ja? Es passt alles mit der Kata, soweit wir feststellen können, aber der Anfänger verliert sich in dem Prozess und erkennt nicht das Muster der Kata. Und so sagt man, gut, ich muss meine Anfänger, Novizen, kann man das sagen? Die Novizen müssen irgendwie irgendwas Einfaches haben, wo ich sehen kann, wo das Muster erkennbar ist, wo es relativ kurzzyklisch ist, damit ich den Ist-Zustand des Prozesses relativ schnell erkennen kann. Und so kann ich als Coach besser beibringen, ja, du konzentrierst dich jetzt gerade auf den Prozess, aber was ich wirklich möchte, dass du lernst, ist diese Vorgehensweise. Und desto mehr Erfahrung die Person entwickelt, desto mehr können wir dann sagen, so jetzt schau dir mal diesen Prozess an, ja, das ist schwierig. Also Gerd meint, nicht unten anfangen der Organisation. Der Prozess ist sogar eher top-down als bottom-up. Ja? Also wenn die Top-Guys, Top-Leute nicht mitmachen, stirbst den leisen Tod, glaube ich, heißt es. Ne? Aber Gerd spricht eher davon, wie fangen wir mit Anfänger an? Wir müssen uns ein Versuchsobjekt finden, das verständlich ist. I think that's what you mean, right? Oh, that's not you. Das ist doch mir, ja, genau. Okay. Ja, danke für die Klärung. Also das ist die Aufgabe für das Top-Management. Die erste Startaufgabe fürs Top-Management, nicht fürs Tagesgeschäft. Das ist die Aufgabe, um den Einstieg zu finden. Wenn Sie dieser Routine an solchen Aufgaben beherrschen, dann natürlich können Sie sich nach oben arbeiten. Das ist ja die Aufgabe natürlich. Ja. Aber wir haben sehr oft festgestellt, dass man das sehr schnell runterdelegiert hat und in den oberen Ebenen dann das Missverständnis da war. Und dann steht so eine Lücke, dann stehen so Blasen in der Organisation. Ja. Und die leben da vor sich hin und es wird nicht geschlossen. Okay, nur als Idee, diese Prozessanalyse braucht man. Wichtig dabei ist beim Coaching natürlich, dass wir datenbasiert arbeiten und das ist die Idee dahinter. Und deswegen müssen wir den Ist-Zustand verstehen und das basiert eben auf Aufnahmen. In einfachen Prozessen wird es mit Zeitaufnahmen gemacht und danach wandert das natürlich zu anderen Prozessen. Okay, das andere. Gibt es Fragen dazu erstmal? Ich würde sonst gerne das nächste üben wollen oder die nächste Übung mit Ihnen machen wollen. Und das sind jetzt einfach mal ein paar Coaching-Beispiele. Also jetzt in den letzten Monaten einfach mal so ein paar Coaching-Gespräche aufgenommen, aufgeschrieben und die würde ich gerne einfach hier vorne einmal mal spielen. Einfach mal durchlesen, einfach mal ein paar Beispiele zeigen und danach können wir dann nochmal jeder für sich gucken, wie würden Sie solche Gespräche leiten. Okay, einfach, das ist die Idee dahinter. Ich habe das Experiment 2-3 Mal gemacht, ja? Also hat gut funktioniert, wie es in so einem Raum funktioniert, habe ich noch nie gemacht, keine Ahnung, es könnte auch schief gehen, aber ich versuche es trotzdem. Dann habe ich meine Wissensgrenze wieder gefunden. Ja? Sie haben alle diese Routine hier, diese Coaching-Kata. Die Coaching-Kata besteht aus 5 Fragen, ich habe da dann auch noch ein paar weitere Fragen, die wir von Toyota gelernt haben, ja, die dann einfach noch vertiefend funktionieren und diese Routine und diese Fragen, die stehen da auf der Liste, aber diese anzuwenden ist gar nicht so einfach, wenn man das nicht übt und deswegen wollten wir da ein bisschen zeigen, wie das funktioniert. Was will der Coach eigentlich? Der Coach will zweierlei, der will sicherstellen, dass die Verbesserungskarte eingehalten wird. Das heißt, durch seine Fragen stellt er sicher, dass man sich in dieser Routine bewegt. Das ist das eine. Das zweite ist, ja, wie weit ist denn mein Mentee überhaupt? Was weiß er, was weiß er nicht? Ja? Und Sie wissen ganz genau, was passiert, wenn ein 5-jähriges Kind kommt und fragt. Haben Sie das schon mal erlebt? Ja, Sie kommen, wenn ein 5-jähriges Kind kommt und fragt. Ja, warum? Einfach nur warum hintereinander. Das geht, ich glaube, so nach 3, 4 warum ist es schon vorbei. Ne, es braucht nicht viele. Ne, dann ist schon vorbei, dann sind Sie an die Grenze gekommen. An welche Grenze? An Ihre Wissensgrenze. Ja? Und das ist genau die Aufgabe des Coaches, diese Wissensgrenze zu ermitteln, um daraus eben eine nächsten Lernschritt herzuleiten. Ne, Maike, widersprich mir bitte, wenn es nicht passt. So, und jetzt würde ich gerne einfach mal ein paar Beispiele zeigen von Gesprächen, die so oder so ähnlich gelaufen sind. Und ich bräuchte da einfach mal ein bisschen Unterstützung. Frau Lercher, Sie kennen das Beispiel ganz persönlich. Also ich würde jetzt so einzelne Coaches, die ich kenne, einfach mal bitten nach vorne. Wir werden nur, es ist keine große Aufgabe. Einfach mal vorlesen. Also Frau Lercher ist der Mentor oder der Coach und ich bin der Mentee. Also ich werde auf Ihre Fragen einfach nur antworten. Okay, und wir werden das einfach mal ein paar wiederholen. Ein paar Mal wiederholen. Sie werden einfach nur Gespräche hören. Okay?
Und schauen Sie mal, was Sie da erkennen oder eben auch nicht. Hallo, was ist denn der Zielzustand deines Prozesses? Ja, Moment, Entschuldigung, eins habe ich vergessen, genau. Ja, das war meine Aufgabe. Ja, so läuft es in der Realität eben nicht. Ne? Das steht da ganz oben, schön, dass wir einen Fehler gemacht haben. Pünktlich vor Ort gehen, erst am betroffenen Prozess mit dem Coaching starten. Ja, irgendwo 5 bis 10 Minuten, mehr braucht es nicht. Ja? Und das Erste, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Entschuldigung, ja. Sie wird jetzt anfangen, mir Fragen zu stellen. Okay? Und das heißt, ich werde Antworten liefern. Oder der Mentee liefert Fragen. Ich habe das jetzt ein paar Mal erlebt. Coaching ist eine Waffe. Die meisten haben keinen Waffenschein. Wenn Sie mit Fragetechnik auf die Menschheit losgehen, ich habe das ein paar Mal erlebt, dass Menschen von ihren viel sehr schlau wissenden Chef in die Tränen niedergecoacht worden sind. Das geht so schnell. Ein 5-jähriges Kind kann einen erfahrenen, älteren Mann, Frau, sofort an die Grenze führen. So, jetzt versetzen Sie sich in die Situation eines Mitarbeiters, deren Coach der Chef ist, von dem er ohnehin schon Respekt hat. Und der kommt und stellt Fragen bis zur Wissensgrenze, bis ich bin ganz nackig da. Okay? Man sieht alles von mir, ich stehe da und ich bin gläsern, gläserner geht's kaum. Okay? Wir haben da ein bisschen über Respect for People gehört, der Deming hat es schon früher erkannt, und Vertrauen. Also ohne Vertrauen funktioniert gar nichts. Und da gibt es eine ganz gute Sache, die funktioniert immer ganz gut, bevor man mit dem Coaching anfängt. Ne? Also, Frau Lecher, wir duzen uns. Ja, hallo, ja, danke. Hallo, ist ganz, ganz wichtig. Was klären wir hier? Wir werden jetzt inhaltlich arbeiten, aber erstmal die emotionale Ebene klären. Hallo, ja, wie geht's dir heute? Und das ist ganz, ganz wichtig, ja, das ist ganz wichtig, diese emotionale Ebene zu klären, ja, und dann später wieder, okay? Also, deswegen sollte man diese Routine, einfach, wenn wir die starten, bitte immer freundlich grüßen und Einstieg und Frieden miteinander, ja, okay, gut. Also bitte. Okay, also nochmal hallo. Was ist denn der Zielzustand deines Prozesses? Ja, das Ziel ist es, 0 Bestand Fertigware im Lager zu haben. Dafür benötigen wir 0 gesperrte Rollen nach der Kaschieranlage, damit wir diese nach Fertigstellung sofort auf dem LKW, also auf dem Auflieger, verladen können. Ja, okay. Und wo stehen wir heute? Was ist der aktuelle Ist-Zustand von deinem Prozess? Bitte einfach lesen. Ja, einfach, ja, die Coaches, die machen das schon selber. Ne? Einfach bitte. Was ist der Ist-Zustand deines Prozesses? Also wir haben ca. 12 gesperrte Rollen pro Woche. Ja, das heißt meistens durch Abweichungen der Rollendurchmesser von der Spezifikation. Was war dein letzter Schritt und was hast du daraus gelernt? Ja, wir haben den Durchmesser derselben Rollen durch verschiedene Personen an der Kaschiermaschine und zeitversetzt dann vor der Verpackung der Rolle messen lassen und festgestellt, dass die gesamten Durchmesser derselben Rollen über die Zeit öfters um plus minus 2 Zentimeter variieren. Dadurch wird es manchmal, also dadurch fallen sie aus der Spezifikation raus, also sind drin, dann wieder draußen. Mhm. Welche Hindernisse halten dich aktuell davon ab, den Zielzustand zu erreichen? An der Kaschieranlage können wir nicht genau sagen, ob wir dauerhaft innerhalb der Spezifikation liegen. Wir wollen aus der Kaschieranlage direkt auf den LKW, das heißt, wir müssen jetzt hier bestimmen. Ja, im Coaching ist das Gespräch schon am Laufen, da werden Sie diese Klärung nicht machen. Ja. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, das ist eine IO-Rolle. Was genau ist denn das Problem? Wir wissen nicht genau, ob die Rollen sich durch liegende Lagerung verformen und dadurch keine genaue Messung möglich ist. Okay. Welches eine Hindernis möchtest du als nächstes angehen und was wäre deshalb dein nächster Schritt? Wir wollen die Verformung durch liegende Lagerung besser verstehen und werden deshalb den Durchmesser an mehreren Rollenpositionen messen und die Verformung über die Zeit ermitteln. Mhm. Bis wann können wir uns das ansehen, was du aus diesem Schritt gelernt hast? Also wir müssen ein bisschen lagern und setzen lassen, deswegen werden wir ungefähr 5 Stunden brauchen. Okay. Gut, dann bin ich um 15 Uhr wieder hier. Vielen, vielen Dank. Danke auch. Ja. Ganz wichtig, emotionaler Ausstieg ist ganz wichtig. Ne? Dieses Coaching ist auseinandergegangen mit einer Lernaufgabe, ne? Nicht mit einer Verpflichtung zu einem Erfolg. Liefer ein Ergebnis bis. Also das, wir sind auseinandergegangen, nicht mit einer Maßnahmenliste und ein gewünschtes Ergebnis und viel Glück. Ne? Es ist lediglich ein Schritt gewesen. Noch ein Beispiel, anderes Beispiel, andere Firma. Keine Ahnung. Herr Berlinecke, wollen Sie mal kurz? Oder ja. Genau, machen wir es einfach so.
Hallo, Zeit fürs Coaching. Ja, genau. Das ist übrigens Schwarzgurt-Coach hier, ne? Also jetzt haben wir haben die Crème de la Crème hier gerade auf der Bühne, okay? Nur damit Sie das wissen. Jetzt haben Sie die Erwartungshaltung sehr hoch. Ja, genau. Okay. Ich lese die Frage noch ein bisschen. Ja, bitte, genau. Ich würde sie sonst wahrscheinlich ein bisschen entspannter stellen. Ja. Hi, was ist dein Zielzustand von deinem Prozess? Ja, der Zielzustand ist es, mit einem Mitarbeiter alle 10,8 Sekunden ein Gerät fertigzustellen. Okay. Was ist der aktuelle Ist-Zustand von deinem Prozess? Ja, zurzeit wird alle 16,6 Sekunden ein Gerät fertiggestellt. Also wir liegen noch weit weg. Okay, verstanden. Was ist das aktuelle Hindernis, an dem du zurzeit arbeitest und was hindert dich, den Zielzustand zu erreichen? Das größte Hindernis ist der Materialwechsel. Mhm. Also dabei steigt die Zykluszeit durch Störung vom Montierer, durch den Logistiker auf 24 Sekunden. Okay. Wie sollte es richtigerweise ablaufen oder passieren? Ja, der Materialwechsel sollte eben keine Schwankung der Zykluszeit über 10,8 Sekunden verursachen. Und dafür sollte der Logistiker dem Montierer nicht im Weg stehen müssen. Ich habe überlegt, wir könnten das Material von der Rückseite nachfüllen. Okay, was ist also dein nächster Schritt, den du machen möchtest? Ich möchte die Behälter so verändern und anordnen, dass das Material von der Rückseite befüllt werden kann. Okay, wie genau willst du die Behälter verändern? Ja, ich möchte den hinteren Teil des Behälters wegschneiden, damit man von hinten reingreifen kann. Okay, ich würde jetzt fragen, kann ich es mal sehen? Kann ich es mir angucken? Noch nicht. Okay, bis wann kann ich mir ansehen, was du aus dem nächsten Schritt gelernt hast? Ja, eine Stunde brauche ich, dann haben wir es. Okay, ich komme um eins wieder. Freue mich, danke. Danke auch, gleich wieder, ne, nicht weggehen. So, okay. Eine Stunde später wird das Gespräch natürlich an der Stelle fortgesetzt. Die Coachings sind hintereinander gereiht. Ne? Okay, eine Stunde später. Okay. Begrüßung. Gut. Ja, dann begrüßen wir uns wieder. Hallo Christian. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Lass uns Coaching machen. Was ist der aktuelle Zielzustand von deinem Prozess, den wir vorhin Der Zielzustand ist es, mit einem Mitarbeiter alle 10,8 Sekunden ein Gerät fertigzustellen. Die Materialversorgung darf keine Unterbrechung verursachen. Okay. Was ist der aktuelle Ist-Zustand vom Prozess? Zurzeit wird alle 16,6 Sekunden ein Gerät fertiggestellt. Okay. Was war dein letzter Schritt und was haben wir daraus gelernt? Ich habe die Behälter hinten aufgeschnitten, damit der Logistiker diese von der Rückseite befüllen kann. Dabei habe ich beim Befüllversuch festgestellt, dass die Deckel auf der anderen Seite einfach durchgerauscht sind, runtergefallen sind. Okay. Was genau ist das Problem? Ich verstehe es nicht. Ja, das Material sollte einfach geschüttet werden können, ja. Es hat aber keinen Halt. Also es fällt einfach durch. Okay. Gut, was ist dein nächster Schritt, den du machen willst? Ja, ich möchte die Behälter durch eine Blende so verändern, dass die Deckel nicht rausfallen können und trotzdem unten leicht entnommen werden können. Okay, verstanden. Aber wie genau willst du den Behälter verändern? Ja, ich habe hier provisorisch was vorbereitet. Ich möchte jetzt erstmal testen, ob diese Abdeckung hier so hilft. Okay, Standardfrage von mir. Bis wann kann ich mir das angucken, was du aus dem nächsten Schritt gelernt hast? In einer Stunde, okay. Schätze ich. Komme ich wieder nach Stunde wieder, um zwei. Ja. Okay, vielen Dank. Danke auch. Okay. Eine Stunde später. Achso, es geht weiter, ja. Das ist okay. Ja, das ist okay. Da gibt es deswegen diese Hilfsfragen, Dankeschön, ja, die hier genau an der Stelle passieren. Hindernisse, geht nicht weil, kommt sehr oft. Ja, das ist so ein Klassiker, geht nicht weil. Ja. Und ein ganz interessanter Trick, den habe ich vom Taiji Ono gelernt, ja, der hat immer den Negativbeweis eingefordert. Dann, wenn du meinst, dass es nicht geht, dann mehr denn je ausprobieren. Widerspricht sämtlicher Logik unserer Lehre. Ne? Also wir wollen gerne Hypothesen formulieren, die gerne funktionieren. Wir wissen auf der anderen Seite nur, die Widerlegung von Hypothese bedeutet Fortschritt. Und der Taiji Ono hat gesagt, okay, wenn du glaubst, dass es nicht geht, ja, können wir den Fehler simulieren. Zeig es mir mal, einfach probier's mal. Also Sie können fragen, woher weißt du das? Zeig mal, können wir das sehen? Nein, ich habe es mir nur überlegt. Ja, woher weißt du das? Ne? Und dann können Sie ihn irgendwo... Das kommt relativ schnell, ja, dann müsste ich was ausprobieren. Okay, wir können es ausprobieren. Also Sie kriegen das durch Fragen relativ schnell in diese Richtung gelenkt und wenn es dann Routine ist, dann haben Sie das. Auf die Frage mit der Maßnahmenliste, Mike, und dann später diese Routine wechseln auf die hier, also ich weiß es nicht, aber widersprechen Sie mir, aber ich glaube, man kann relativ schnell mit dieser Routine anfangen. Ja? Am Anfang, deswegen haben wir ja auch die Fragen, weil auf diese Fragen keine Antworten kommen. Also es ist, wir fragen nicht, um die richtigen Antworten zu kriegen oder Peng. Wir fragen, um zu merken, hat er die Antwort? Ja, nein. Und wenn nicht, aha, da hängt er gerade.
Wenn ich nach dem Ist-Zustand frage, dann sagt mir, ja, alles muss schöner werden, alles muss schneller werden. Ja, was genau meinst du unter schnell? Ja, 100 km/h. Ja, dann sag doch 100 und nicht schneller. Wie schnell bist du? 80. Ja, okay, dann schreib doch 80 hin und nicht langsam. Ja, und dann kann ich ihn schon schrittweise in die Richtung lenken. Das ist eben die Routine, die wir üben, die dann diese Kata dann. Aber lassen Sie uns ein bisschen weitermachen. 2, 3, müsst ihr jetzt. Ja? Hallo Christian. Ja, grüß dich. Hallo. Also Coaching um 2 wie vereinbart. Ja. Okay, was ist der Zielzustand deines Prozesses? Ja, der Zielzustand ist es, mit einem Mitarbeiter alle 10,8 Sekunden ein Gerät fertigzustellen. Die Materialversorgung darf keine Unterbrechung verursachen. Okay, Ist-Zustand ist welcher von deinem Prozess? Zurzeit wird alle 16,6 Sekunden ein Gerät fertiggestellt. Die Logistik stört die Montage. Okay, was war dein letzter Schritt und was hast du daraus gelernt? Ja, ich habe den Behälter mit einem durchsichtigen Deckel versehen und damit die Hauben nicht hinten rausfallen, stelle dabei fest, dass beim Nachfüllen der zweite Behälter zu weit gehoben werden muss. Das ist eine nicht zumutbare Belastung für den Logistiker. Okay. Wenn wir jetzt vor Ort wären, würde ich es mir direkt angucken. Geht jetzt genau, nicht. Zeig mal. Ansonsten würde ich jetzt sagen, zeig mal bitte, ich möchte es einfach verstehen. Ja, in der ich Tat. Nicht zu weit weg sein. Okay, wie hoch dürfte man richtigerweise den Behälter maximal annehmen? Ja, wir haben jetzt, damit der Logistiker das dauerhaft schaffen kann, sollte die hintere Kante nicht mehr als 1,30 Meter hoch sein. Auch die vordere Höhe sollte natürlich für den Montierer passen. Okay, und wie hoch sollte der Montierer auf der Vorderseite richtigerweise den Deckel entnehmen können? Weiß ich nicht, dafür würde ich gerne den Ablauf besser verstehen wollen. Okay, was ist also der nächste Schritt hierfür? Ich würde gerne einen Versuch machen und die richtigen Höhen ermitteln. Okay, aber wie genau willst du den Versuch machen, um die Höhen zu ermitteln? Ich würde gerne einen Prototyp aus Pappe bauen und dann testen. Okay, bis wann können wir uns das ansehen, was du aus dem letzten Schritt oder aus dem nächsten Schritt gelernt hast? Also die Pappe habe ich schon da, ist ja schnell geschnippelt. Ich nehme einen, in einer Stunde haben wir schon erst Ergebnis. Okay, komme ich um 3 wieder. Vielen Dank. Ja, danke dir. Okay, ich weiß noch nicht, ob wir... Genau. So, danke schön. Danke. Ja, der Profi, der tut sich schwer, sich an den Fragen zu halten, die da aufgeschrieben sind. Ich mache es jetzt ein bisschen. Nee, jetzt andere, nächste. Nee, vielen Dank. Okay. Ach so, vielen Dank. Ja, jetzt super, genau. Jetzt brauchen wir 2. Frau Staubes? Ja. Und ein Freiwilliger. Irgendjemand? Will jemand? Ist die Chance, ne? Also sitzen. Ja, ist, also, okay. Stelle ich mich doch zur Verfügung. Ja, komm, also. Sie haben noch die Chance. Ich will mich nicht vordrängen. Ganz geschickt gemacht. Okay, also Rollenklärung. Sie sind der Mentor. Also für Sie die orangen Texte. Konstantin, für dich die schwarzen Texte. Okay, das sind jetzt ein paar Wiederholungen. Bitte freundlich einsteigen, freundlich aussteigen. Hallo. Wer du bitte? Okay. Was ist denn der Zielzustand von deinem Prozess? Ach so. Ja, der Zielzustand ist es, mit einem Mitarbeiter alle 4 Zellen zyklisch und ohne Unterbrechung der Montierer mit Material zu versorgen. Das Material soll genug für einen Zyklus sein. Und wie ist der Ist-Zustand von deinem Prozess? Derzeit bestücken 2 Mitarbeiter 4 Zellen, werden beim Vorbereiten immer wegen Fehlmaterial gestört. Und welche Hindernisse halten dich aktuell davon ab, deinen Zielzustand zu erreichen? Es gibt leider aufgrund von Management-Defiziten keinen definierten Ablauf. Der Logistiker kann auch nicht in Ruhe vorbereiten, da immer wieder von den Montierern gerufen und unterbrochen wird. Was genau ist das Problem? Warum wird er unterbrochen? Da das Material nicht ausreicht, bis er fertig ist mit Vorbereiten, muss er immer wieder gehen. Okay, was sollte richtigerweise passieren? Das Material sollte ausreichen, bis er nächstes Mal wiederkommt. 90 Deckel reichen aber für maximal 9 Minuten. Wie oft sollte deiner Meinung nach dann aufgefüllt werden? Der Logistiker sollte es schaffen, alle 9 Minuten die Deckel nachzufüllen, damit das Material nicht ausgeht und nicht jedes Mal während der Vorbereitung unterbrochen wird. Was wäre dann unser Zielzustand? Der Zielzustand ist, mit einem Mitarbeiter alle 4 Zellen alle 9 Minuten zyklisch und ohne Unterbrechung der Montierer mit genug Material für die nächsten 9 Minuten zu versorgen. Okay. An der Stelle hat das Blatt nicht mehr gereicht. Ja. Aber ganz wichtig, schauen Sie mal, der Zielzustand kommt wieder vor, der hat sich verfeinert, passiert öfters. Ja. Also während des Coachings stellt man fest, okay, 4 Zellen, ein Mitarbeiter,
Und jetzt haben wir festgestellt, oh, aber wir haben auch eine Zyklusdauer von 9 Minuten. Der Zyklus, der Zielzustand reift auch. Ja? Also das hat man hier an dem Beispiel. Okay, tun Sie, als ob Sie durch wären, verabschieden und dann das nächste gleiche. Es ist ganz wichtig, sich zu bedanken. Der Coach bedankt sich nicht, noch nicht, es gibt noch ein paar. Ja. Der Coach bedankt sich beim Mentee. Der Coach lernt eine Menge vom Mentee. Und der Mentee stellt Fragen und lässt das mit sich tun. Und ich finde es unglaublich wichtig, dass da die Augenhöhe ständig bewahrt wird. Es ist nicht von oben herunter, es ist eine Hilfestellung, es ist ein Dienstleister, der Coach. Und dieses Danke sagen, ich weiß nicht, in Amerika wird an jeder Kasse Danke gesagt und dann erfährt man alles über alle und so weiter. Ich glaube, in Deutschland ein bisschen mehr Politeness tut uns nicht schlecht. Und das muss man wirklich ganz konsequent üben. Ja? Wenn Sie diese Coaches in den Organisationen, junge Leute sind sehr oft, ja, die dann sehr früh in diese Rolle reingehen, dann muss man das ganz explizit als Routine auch, glaube ich, mit hineinbauen. Gerd, jetzt habe ich aber was eingebaut, was du da nicht reingeschrieben hattest. Ich habe nämlich gleich emotional gesagt, so nach Motto, bei uns, die kriegen das ja eh nicht hin, die sind unfähig oder ja, so. Ja. Ich kann mir vorstellen, wenn der Coach zu einem Mentee kommt, der irgendwie frustriert an seiner Anlage steht und kommt mit sowas. Wie reagiert denn der Coach auf sowas? Sie hat es jetzt, weil du hast es übersehen, beziehungsweise übergangen, weil es nicht im Text drin war, aber wie reagiere ich denn auf so eine persönlichen Sachen, ja, wo einer sagt, es klappt doch hier eh alles nicht und hör mir auf mit deinem Zeug und so. Also ich weiß nicht, das gibt es öfters, ja, dass es solche Situationen gibt. Aber das will ich jetzt vom Coaching ein bisschen trennen. Das ist dann natürlich gibt es dann irgendwelche Worte in die Richtung. Unterbreche ich die Routine dafür oder gehe später darauf ein? Sehr oft sind solche Sachen einfach Hinweise auf tiefer liegende Probleme. Mhm. Und da könnte ich dann an der Stelle auch nochmal fragen, mit genauer hincoachen, ja, was genau ist das Problem? Ne? Aber das ist... Das ist dann jetzt Detail, glaube ich. Ne? Okay. Also ich würde unter Umständen an der Stelle, wenn solche Hinweise kommen, ja, es ist schlecht hier oder ich bin unzufrieden oder die Abteilung liefert nicht, dann würde ich jetzt versuchen, von der Person auf die Sache zu lenken mit detaillierenden Fragen. Ne? Das Problem und auf den Standard hier, was sollte richtigerweise passieren, was passiert tatsächlich, damit diese Person von diesem Schimpfmodus auf einen Lernmodus wieder zurückkehrt. Ja? Okay. Danke, dass Sie das mitmachen. Ne? Danke. So, 3-1 hatten wir, 3-2. Begrüßung, genau, ganz wichtig. Hallo. Was ist denn der Zielzustand von deinem Prozess? Der Zielzustand ist es, mit einem Mitarbeiter alle 4 Zellen zyklisch und ohne Unterbrechung der Montierer mit Material für die nächsten 9 Minuten zu versorgen. Wobei irgendwas... Genau, also eben war es ein bisschen anders formuliert, aber ich glaube, das mit den 9 Minuten, das ist das Neue da drin. Und wie sieht der Ist-Zustand von deinem Prozess aus? 2 Mitarbeiter bestücken 4 Zellen, werden beim Vorbereiten immer wegen Fehlmaterial gestört. Sie benötigen zwischen 11 und 18 Minuten für 2 Zellen. Welche Hindernisse halten dich aktuell davon ab, deinen Zielzustand zu erreichen? Der Arbeitsplatz ist chaotisch, die Logistik kann nicht erkennen, wie voll die Behälter sind. Was genau ist das Problem? Wozu wollten wir sehen, wie voll die Behälter noch sind? Ganz kurz Unterbrechung. Das ist so eine Aussage, wie du vorhin gemeint hast. Ne? Alles chaotisch hier. Ja, so. Ja, wir waren jetzt, glaube ich, um zu entscheiden, ob wir die Behälter austauschen sollen oder nicht. Wir sollten einen stabilen zyklischen Ablauf entwickeln. Wie könnten wir diese möglichst konstant gestalten? Dann sollte unser Zielzustand sein, dass wir alle 5 Teile pro Zelle grundsätzlich immer auffüllen, egal wie voll. Wo kann ich diesen Sollablauf sehen? Noch nirgendwo. Der Sollablauf ist nicht beschrieben. Und wie ist dann dein nächster Schritt? Ja, ich werde den Sollablauf beschreiben. Wie genau möchtest du den Sollablauf beschreiben? Ich möchte ein Layout der Zellen mit allen Behältern zeichnen und die Füllreihenfolge durchnummerieren. Und bis wann können wir uns ansehen, was du aus dem nächsten Schritt gelernt hast? In 2 Stunden. Gut, dann bin ich in 2 Stunden wieder da. Vielen Dank. Bis gleich. Okay, ich glaube, eins gibt es noch. Noch eins.
Ja, nee, das war's. Das war's. Okay, super. Vielen, vielen Dank. Okay. Ja, danke. Okay. Ich weiß es nicht, aber vielleicht können Sie einfach aufgrund dieser Wiederholungen ein Muster erkennen. Das ist meine Hypothese, dass Sie vielleicht gemerkt haben, das wiederholt sich, das läuft immer gleich ab. Das ist essentiell wichtig. Jedes Gespräch war anders. Aber im Grunde waren die Routinen gleich. Und jetzt hätte ich einfach mal ein nächstes Beispiel. Ja. Ja, gerne. Ja, ja, in der Tat. Das habe ich extra da eingebaut. Stelle ich auch gerne zur Diskussion. Ja, ab und zu habe ich so den Eindruck, dass der Menti sich in eine Sackgasse hineinmanövriert. Und das ist jetzt ein schlechtes Beispiel dafür. Aber die Unterstützung da ist methodisch nicht inhaltlich. Ne? Die Unterstützung hier ist methodisch nicht inhaltlich. Okay? Und da denke ich, könnte es wieder in Ordnung sein. Übrigens, diese Coachings sind Beispiele und ich glaube, bei jedem Einzelnen kann man es besser machen. Das ist, Entschuldigung, ich habe keine bessere dabei, ja, das sind die, die wir gerade haben. Eine Frage, wenn der Menti irgendwo an eine Bereichsgrenze stößt, ich sag mal von Produktion zu Logistik. Hier ist es ja sehr beschrieben, dass er auch den Logistikbereich verändern kann. Ja, das ist die Regel, was Sie beschreiben, ne? Das ist die Regel. Genau, ja, nicht immer. Aber nimmt dann der Mentor praktisch dieses Thema mit und holt einen Kollegen, ich sag mal auch einen Mentor der Logistik dabei, oder zwei Mentis dann, dass die das weiter bearbeiten? Oder wie ist dann der also Fortschritt der, weiter? Also ich beantworte aus meiner Sicht, ja, und meine Antwort, es gibt vielleicht andere Antworten dazu. Also ich versuche, also der Menti soll am Thema bleiben. Und der Menti verlässt unter Umständen seine Zuständigkeitsgrenzen und tritt aus seiner Zuständigkeitsgrenze hinaus und tritt ins Gespräch mit anderen. Trotzdem bleibt er Menti und wird gecoacht. Also nicht, okay, dadurch kann ich mich rausnehmen aus der Verantwortung, das ist nicht zulässig. Also er bleibt Menti und er geht dann zum Logistiker, zum Planer, zum Einkäufer, Sie sagen, zum Betriebsrat. Okay, er bleibt trotzdem dran. Okay, also jetzt ein bisschen anders gemacht, jetzt habe ich zur Übung. Wir steigen ein im Coaching, wir haben uns gerade begrüßt. Vielleicht einfach auf dem Papier, welche Frage würden Sie jetzt als nächstes stellen? Jede für sich. Vielleicht einfach nur, okay? Jeder für sich. Was ist jetzt die erste Frage in dieser Routine, die wir gerade gestellt haben? Jeder für sich, mal ganz kurz auf Papier. Das Muster haben Sie jetzt ein bisschen erkannt und jetzt schreiben Sie auf dem Papier. Ich blende dann die Antworten und Fragen dann immer nacheinander ein und schauen wir mal, ob Sie sich wiederfinden oder ob Sie auf einmal ganz andere Fragen gestellt hätten. Okay? Es geht hier um Führungsaufgaben und die Art und Weise, wie wir führen, könnte anders aussehen unter Umständen. Haben Sie alle Ihre Frage aufgeschrieben? Im Grunde ist sie irgendeine aus dieser Anleitung. Ja? Die erste Frage ist, glaube ich, relativ klar. Was ist der Zielzustand eines Prozesses? Woraufhin der Menti antwortet, der Zielzustand ist es, mit einem Mitarbeiter alle 10,8 Sekunden ein Gerät fertigzustellen. Okay. Übrigens, Sie müssen das jetzt nicht alles aufschreiben, das werde ich irgendwann mal ins Internet stellen. Die Firmen, die hier beteiligt waren, haben Herr Hensel, Dankeschön, ja. Ja, dann können Sie die ganzen auch nachschlagen, diese Fragen, ne? Das ist kein Thema. Der Zielzustand ist, mit einem Mitarbeiter alle 10,8 Sekunden ein Gerät fertigzustellen. Nächste Frage. Soweit noch ganz einfach, bitte. Was würden Sie jetzt stellen für eine Frage? Ist-Zustand, ne? Die ersten zwei sind relativ klar. Was ist der Ist-Zustand deines Prozesses? Zurzeit wird alle 19,8 Sekunden ein Gerät fertiggestellt. Jetzt schauen Sie mal, was passiert. Sehen Sie, 19,8 und 10,8 weichen voneinander ab. Das heißt, ich bin noch nicht da. Deswegen und nur deswegen kann ich welche Frage stellen? Okay. Ja, stimmt. Ja, was war der letzte Schritt und was hast du daraus gelernt? Wir haben die Spender mit Federblech etwas optimiert. Die Vereinzelung der Schalen ist besser geworden, allerdings bleiben vor allem die Deckel immer wieder hängen. So, jetzt wird es nicht mehr so einfach sein. Welche Frage würden Sie stellen? Ja, genau, die Frage wird sehr gern gestellt. Ist wahrscheinlich ein bisschen zu nah. Ne? Der nächste Schritt ist noch zu früh. Ne? Es ist noch zu früh. Schauen Sie mal, er hat sehr global beschrieben, dass er irgendein Problem hat, aber Sie wissen noch nicht ganz genau, was es ist. Wir müssen noch ein bisschen präzisieren. Ne?
Okay, warum? Ist eine Möglichkeit, was wir sehr gerne fragen. Ja, einfach, was genau ist das Problem? Also dieses Präzisieren, das ist eine ganz wichtige Übung. Also Menschen vom Globalproblem zur Ursache zu lenken, ist eine ganz zentrale Aufgabe im Coaching. Erst zur Ursache. Wir wollen Ursachen beseitigen. Das heißt, wir wollen erstmal bis zur Ursache hinfinden. Ja? Eine Frage an gerne. Genau an der Stelle, um das Problem genauer zu präzisieren. In dem Beispiel vorher ging es darum, dass die richtige Menge die Logistik beibringen soll. Ja. Aber die genaue richtige Menge war noch nicht definiert. Ja. Deswegen nochmal eine Routine fahren und nochmal durch, um den Zustand noch genauer zu präzisieren. Ja. Ja, also diese 9 Minuten sind irgendwann hochgekommen. Ne? Das ist, was ich hier in der Übung gemacht habe. Also das kann ja zum Teil auch während Coachings immer weiter reifen. Ne? Also hier hängen mehr Flipcharts drunter. Ja? Diese 10% Störungen, wenn ich das jetzt weiter detailliere, teilen sich auf in 5% Störung Maschine, 5% Störung Mensch. Diese 5% Störung Maschine teilen sich auf in 3, ne? Das sind alles Sachen, die dann hier im Zielzustand in diesem Reifeprozess voranschreiten würden. Ja? Also dieser Reifeprozess des Zielzustandes findet da statt. Ja. Mhm. Okay. Was genau ist das Problem? Erstens hängen sie immer noch so, dass sie manchmal zu mehreren rausfallen. Zweitens klemmt der Deckelstapel im Spender und rutscht nicht nach. Welche Frage würden Sie jetzt als nächstes stellen? Er hat jetzt mehrere Probleme genannt. Ne? Das merken Sie, er hat jetzt hat er ganz viele Sachen angeboten. Ne? Und der würde gerne zu viele Experimente auf einmal machen. Das müssen Sie als Coach natürlich jetzt irgendwie wieder kanalisieren. Ne? Sie geben es nicht vor, sondern Sie sagen ihm, er soll selber eine Entscheidung treffen. Es geht nochmal mit Vertiefung weiter. Ah, interessant. Ich sehe die auch nicht. Warum genau rutschen die Hauben nicht nach? Wir sind noch nicht an der Ursache. Das war die nächste Frage. Zum einen ist der Spender zu schmal für die Deckel und zweitens stapeln sich diese bogenförmig und nicht gerade. Der Spender ist aber gerade gebaut, dadurch klemmen die Deckel stets. Also als klassisch würde er dann praktisch so die 5W-Fragen durchgehen. Es sind nicht genau die 5W-Fragen, aber ich habe sie auf der Liste auch drin. Aber in der Praxis stellen wir diese 5W-Fragen auch nicht so oft. Das ist die Präzisierung, weil die Warum-Frage lenkt nicht unbedingt auf die Ursache. Ne? Das ist mir vorhin bei den ersten Coaching-Gesprächen aufgefallen. Eigentlich war da 5W nie zu finden, sondern es war immer, was ist das Problem und was machst du? Ja, also eigentlich von einer soliden Problemanalyse war da nicht viel zu sehen, sondern es war mehr das schnelle Ausprobieren. Ich habe sie hier noch drin. Die 3.7 ist Warum, Warum, Warum. Ich weiß nicht, so oft wird es nicht genutzt, ist meine Erfahrung. Was genau ist das Problem, ist präziser. Ne? Die lenkt ein bisschen. Weiß nicht, Michael, sag du ein bisschen. Ich meine, die Wissensgrenze. Und an der Wissensgrenze stoppt man. Right? That's the place for the next experiment. Exactly. Ich mache auch nicht mehr diesen Fischgratendiagramm. Das heißt nicht, dass man den nicht machen soll. Nicht schwarz-weiß heute die Antworten sehen. Aber dann sitzen wir im Raum und sagen, warum, 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 und haben irgendwie Druck, hier irgendwelche Ideen auf Papier zu bringen. Das muss es wohl sein. In diesem Fall will der Coach erkennen, wo fängt der Mike an, nicht mehr zu wissen. Ja, Sie können also einmal warum fragen, warum passiert das? Sie können zweimal fragen. Aber das mit dem 5, das ist zu black and white Muster. Dann heulen die. Irgendwann sagt er, Mike weiß es nicht mehr. Und da ist das nächste Experiment. Und um wissenschaftlich zu handeln, müssen wir da experimentieren. Sie stehen vor einer Wissensgrenze oder einem Hügel. Wie können Sie weiter über den Hügel sehen? Sie müssen einen Schritt vorwärts nehmen. Wir können hier unten stehen, ja, und irgendwie versuchen, über das Horizont zu reden. Aber das ist nur auf Englisch Conjecture. Mhm. Wie sagt man? Einschätzung. Ja? Meinung. Es ist eine Zeitverschwendung. Wenn wir hier unten vor dem Hügel stehen, was über den Hügel geht, was meinst du? Menge. Ja, 5-mal warum, ja? Ja, genau. Egal, irgendwann weiß er es nicht, ja? Die nächste Zahl ist, bin mir nicht sicher. Aber der Mentee wird nicht sagen, ich weiß es nicht. Deswegen muss der Coach geübt sein und merken, jetzt tasten wir an die Wissensgrenze, irgendwo in diesem Bereich liegt das nächste Experiment, das wir dann möglichst schnell, möglichst preiswert, möglichst sicher durchführen. Wir möchten die Montage nicht zum Stehen bringen, das machen wir in einer Stunde mit Pappe. Aber dann kommen wir einen Schritt weiter und jetzt sehen wir ein bisschen weiter übers Horizont. Ja? Und dann sieht man, jetzt schöne Beispiele, ich möchte die Rückwand von den Kisten abmachen. Ja?
Wenn wir das auf die Maßnahmenliste machen und einfach jede Woche die Maßnahmenliste nachchecken, das ist nicht wissenschaftliches Arbeiten. Ja? Wenn wir sagen, okay, wie schnell kannst du das mal ausprobieren? Ja? Nee, ich will das einführen und überall an allen Linien. Nein, teste mal. Ja? Und jetzt sind wir einen Schritt weiter Richtung Hügel, sehen einen Tick weiter über den Hügel und sagen, das war es noch nicht ganz. Ja? Das war eigentlich ein gutes Beispiel. Und das ist wissenschaftliches Vorgehen. Sie mikromanagen nicht den Mitarbeiter, Sie mikromanagen die Vorgehensweise, um die Vorgehensweise einzuprägen. Ja? Und wie sagten Sie so schön, der Creme de la Creme Coach? I don't know your name, so now you're always Creme Berliner, de la Creme. Christian. Er schüttelt schon. Merken Sie sich den Namen. Mein Buch musste neben Deming stehen, wenn Sie Creme, da müssen Sie Creme de la Creme auch, it's tough. Was soll ich sagen? Wenn es drin ist, anfängt drin zu sein, dann kann man ja ein bisschen, wie sagten Sie so schön, man übt die Kata, damit sie weggeht, hatten Sie doch gesagt. Fand ich cool. Wir üben sie die zu Kata. Vergessen, hatten ja, Sie gesagt. Ja, genau. Super. Das ja, ist ja. Wir üben die Kata, um sie zu vergessen. Genau, ja. Das ist es. Okay, sorry. Da behalte es bitte. Okay. Ich weiß nicht, ich habe noch ein paar Beispiele. Ich möchte nur, dass Sie das, Sie merken, wir reden über den Geschmack von Schokolade. Okay, und wir können diese Wiederholungen machen und jeder von Ihnen muss für sich merken, was dahinter steckt. Ne? Also ich kann Ihnen nicht sagen, rede immer gleich, die Fragen kommen auch jedes Mal ein bisschen anders. Ich reagiere auf den Menti. Ja? Dahinter irgendwo steckt ein Muster. Also Ihr Hirn wird es schon machen, wenn wir das jetzt so weitermachen. Ja? Das ist die Idee hinter dieser Übung. Okay? So, warum genau rutschen die Hauben nicht nach? Zu einem ist der Spender zu schmal für die Deckel und zweitens stapeln sich diese bogenförmig und nicht gerade. Der Spender ist aber gerade gebaut, dadurch klemmen die Deckel stets. Welche Frage würden Sie jetzt stellen? Nächster Schritt, okay. Was wäre dann der nächste Schritt? Das Wichtige ist an der Stelle, die Schritte adressieren Hindernisse. Also ich möchte durch meine Schritte Hindernisse adressieren. Ich kann keine Hindernisse adressieren, die ich nicht kenne. Wie stelle ich sicher, dass ich sie kenne? Indem ich sie benenne. Und deswegen kommt vor dem nächsten Schritt natürlich die Benennung des Hindernisses, an dem ich gerade dran arbeite. Okay? Deswegen, ja, der Schritt kommt, aber welches eine Hindernis sollten wir als erstes ansprechen? Welches eine Hindernis möchtest du nun als nächstes angehen und was ist deshalb dein nächster Schritt? Übrigens, danke, dass Sie die Fragen liefern. Wir brauchen jetzt diese Abweichungen, merken Sie, indem Sie eine Frage stellen und dann ist es möglich, dass wir die Abweichung sehen und Moment, eigentlich, vielleicht könnte man es anders stellen. Okay? Das ist das Spielchen jetzt hier. Ja? Sie können keine falschen Antworten, Fragen stellen. Okay? Das ist genau, was wir brauchen hier. Welches eine Hindernis möchtest du nun als nächstes angehen und was ist deshalb der nächste Schritt? Ich möchte den Spender bogenförmig und um 5 mm breiter gestalten. Welche Frage würden Sie jetzt stellen? Zeit brauchst du, gängige Frage. Ne? Also die Annahme ist, jetzt kriegen wir den Spender. Die vollautomatisierte, auf ROI wirtschaftlichkeitsgeprüfte, durch die Konstruktion mit allen Unterschriften geprüfte Variante eines Spenders. Und das ist nicht die Aufgabe. Wir wollen möglichst schnell gucken, ob überhaupt eine bogenförmige Geometrie eines Spenders überhaupt was bringt. Wir wollen jetzt einfach nur, die Hypothese ist, diese krumme Form bringt eine Verbesserung. Wer weiß. Wer weiß, vielleicht ist es eine Verschlechterung. Ja? Und deswegen diese Ergebnisse, ich weiß nicht, ob das richtig ist, ich würde möglichst schnell wissen wollen, ob diese Hypothese, ein bogenförmiger Spender, bringt ein Ergebnis, auch funktioniert. Ja? Okay? Okay? Ja? Okay, so ein bisschen in die Richtung, wie genau möchtest du die richtige Spendergeometrie bestimmen? Ich möchte eine Pappschablone anfertigen. Pappe wird sehr oft, dieses Cardboard Engineering wird sehr oft verwendet und viele Leute kopieren das Tool Cardboard Engineering. Ja? Warum machen wir Cardboard Engineering? Weil es eine Hypothese ist, die mit hoher Wahrscheinlichkeit weggeworfen wird. Werfen Sie mal einen Spender, mit dem Sie aus Edelstahl mit 5 automatisierten Roboter mal einfach nur einen Test gefahren haben, weg, wenn Sie im Nachhinein feststellen, dass es doch nicht so gut funktioniert. Ja, deswegen Pappe, weil ich sie wegwerfen möchte und weil sie übrigens sehr schnell zu Ergebnissen führt. Die Pappe ist hier in diesem Umfeld entstanden. Wir sehen die Pappe und machen Pappmodelle sehr oft. Bis wann können wir uns ansehen, was du aus dem nächsten Schritt gelernt hast? In circa 40 Minuten. So weiter. Nächster Schritt. Hier ist ein Zielzustand. Den können wir überspringen.
Was ist der Ist-Zustand, nicht aktuell? Was war dein letzter Schritt und was hast du daraus gelernt? So bis dahin, glaube ich, kann man das machen. Wir haben den Spender nun bogenförmig gebaut. Die Deckel lassen sich wesentlich besser entnehmen. Jetzt haben wir ein Problem. Was wäre jetzt die nächste Frage? Wir haben jetzt ein Problem. Merken Sie diese Zufriedenheit, die sich eingestellt hat? An der Stelle ist er, oh, ist zufrieden, wir haben es gelöst. Und jetzt, wie kriege ich ihn wieder in die Unzufriedenheit zurück? Er muss jetzt wieder unzufrieden sein. Er ist zufrieden, ja, wir haben es gelöst, funktioniert top. Also, bist du schon am Zielzustand? Also, das wäre jetzt schon eine nächste Frage. Jetzt merkt man an der Stelle, bist du schon am Ziel? Also, du, super, ich freue mich für dich, hast du aber dein Ergebnis erreicht? Also wir wollen nicht Spender verbessern. Deswegen ist dieses ständig vor Augen haben des Ziels ganz wichtig. Ist das gewünschte Ergebnis jetzt eingetreten? Okay. Welche Hindernisse halten dich aktuell davon ab, den Zielzustand zu erreichen? Mir sind keine bekannt, sagt er. Ich werde als nächstes den Spender testen wollen. Okay. Also ich sehe keine Probleme, deswegen weiß ich nicht, wenn ich keine Hindernisse habe, wie soll ich sie bitte beseitigen? Das ist eine gängige Sache. Ich bin noch nicht da, aber ich... Welche Frage würden Sie jetzt stellen? Wir wollen sofort Ergebnisse. Ein bisschen weiter müssen wir es noch machen. Was ist der aktuelle Ist-Zustand deines Prozesses? Ja, daran, die Frage kam ja davor irgendwo. Ist nicht aktuell, wir lagen damals bei 9 bis 10 Sekunden pro Apparat. Was würden Sie jetzt fragen? Okay. Wie genau wäre dann dein nächster Schritt? Ich würde nun mit dem bogenförmigen Spender arbeiten wollen und dabei 20 Zyklen stoppen und aufnehmen wollen, ob das tatsächlich haltbar ist. Bis wann können wir uns ansehen und so weiter und so fort. Es gibt dann die Fortsetzung davon. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Ja. Okay. Ich werde die Dinger ins Internet stellen. Okay. Es ist noch nicht drin, aber geben Sie mir ein paar Tage Zeit und dann können Sie die einfach mal so durchexerzieren, einfach ein bisschen lesen und an der Stelle ein bisschen üben. Haben Sie Fragen? Das Thema Coaching ist nicht banal. Eine Sache möchte ich Ihnen sagen, und das erscheint mir wichtig. Ich habe wirklich Menschen in Tränen zusammenbrechen gesehen, weil ein eifriger Coach, der sich schon lange Coach nannte, aber trotzdem keiner war, angefangen hat zu coachen. Coaches gibt es wie Sand am Meer. Also der Begriff Coach ist inflationär zurzeit. Coaches gibt es wie Sand am Meer. Wir suchen gerade Kata-Coaches. Das sind andere Coaches. Okay, wenn Sie Coaching im Internet eingeben, Hunderttausende. Coachen ist nicht coachen. Okay, wir wollen eine ganz konkrete Routine coachen. Der Begriff ist viel älter als die Idee dieser Kata. Okay, und das braucht viel, viel Übung. Ich weiß es nicht, wir sind jetzt ein paar Jahre unterwegs, mit einigen Firmen hier. Und ich glaube, wir haben viel gelernt, aber es wird uns jedes Mal bewusster, wie viel wir noch zu lernen haben. Ja, und dieses Coaching, diese Feinheiten da auch wirklich zu beherrschen. Also ich möchte hoffentlich diese Übungsnotwendigkeit Ihnen deutlich machen. Ja. 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 Okay, ja. Ja, okay. Ja, Dokumentation, okay. Ganze Menge Dokumentation, Dankeschön. Oh, das war es nicht. Eine ganze Menge Dokumentation hier unten, Coaching-Anleitung mit 6 Formulare. Dankeschön, dass Sie mich fragen, dann kann ich es Ihnen gleich zeigen. Bitte? Diese Coachings laufen regelmäßig ab an Tafeln mit Hilfsmitteln. Und es wird dokumentiert und die Formulare dafür sind beschrieben, welche Sie brauchen und wie das funktioniert und was dokumentiert wird. Also die Coachings werden dokumentiert, die Zielzustände werden mit solchen T-Grafiken, das sind 6 Formulare, sind durchnummeriert und da können Sie sich auch anschauen, welches Formular für was gebraucht wird. Schauen Sie sich die ein bisschen an, da sind schon einige PDCAs drüber gelaufen, über diese Formulare und ich würde Ihnen vorschlagen, dass Sie mit so oder so ähnlichen anfangen.
machen Sie dann später, wenn Sie Erfahrung haben, Ihre eigene bessere Version. Aber zum Thema Dokumentation, ja, eine Menge. Es wird ständig dokumentiert. Ja, es wird ständig mitgeschrieben. Am Anfang macht es der Coach, mit der Zeit macht mehr der Mentee natürlich. Ist alles im Internet. Okay. Also Anleitung. Ja, haben wir weitere Fragen hier noch im Raum? Ich habe zwei große Fragezeichen während deiner Coaching-Vorführung gekriegt. Ja. Die eine war, wann mache ich eine solide Problemanalyse mit Ishikawa oder 5W und wann gehe ich über in das Experimentelle? Wo ist die Grenze? Mhm. Ja, wir haben jetzt jahrzehntelang gelernt, wir müssen erstmal 5W oder Ishikawa machen, das Problem erstmal richtig auf den Grund zu gehen, dass wir nicht in die falsche Richtung gehen. Ich denke, das ist auch im Sinne von Toyota. Wir haben nicht Zeit, 20 verschiedene Möglichkeiten auszuprobieren. Mhm. Lasst uns überhaupt erstmal sehen, was das Problem ist. Wo ziehe ich die Grenze vom erstmal das Problem überhaupt erarbeiten und wann fange ich mit dem Experimentellen an? Das war hier alles sehr stark experimentell. Ich probiere es mal aus, ja, ohne vielleicht wirklich zu wissen, woran lag's. Das ist die eine Frage, die sich mir aufgetan hat. Und die zweite ist, was auch die Herren von Schmitz-Cargopol beschäftigt, wie kann ich das auf eher verwaltungstechnische Dinge übertragen? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will bei mir an der Hochschule mit meinem Team die Verbesserungskarte einführen und ich will die Leute coachen. Es macht ja keinen Sinn, wenn ich alle Stunde dort vorbeilaufe und sage, und hast jetzt deinen Büroprozess verbessert? Das funktioniert ja so nicht, ja? Sondern da wird ja an anderen langfristigen Dingen geändert und ich kann auch nicht irgendwie einen Bogen anders gestalten oder so. Da findet ja nicht ständig irgendwie eine manuelle Wertschöpfung statt, sondern das sind Dinge, die viel mehr im Kopf passieren und wo auch die Ziele viel längerfristiger gestaltet sind. Hast du Erfahrung in dem Bereich? Also die Erfahrung, die ich habe, und das ist, was ich vorhin auch gesagt habe, man sollte sich erstmal von den konkreten Problemen lösen und dann an Lernbeispielen, das sind nicht die wichtigen Probleme, das sind die, die sich am besten zum Lernen eignen, die Routine üben. Das ist eine Menge Geduld, die wir brauchen. Also es könnte Jahre dauern. Und dann haben wir die Routine verinnerlicht. Dann vergessen wir diese, und dann gehe ich ins Büro. Es könnte ein bisschen länger dauern. Okay? Also wir wollen alles erschlagen. Ja? Also Ergebnis zählt, Quartalsziele. Und wir sind in diesem Rhythmus drin und wir wollen sofort Ergebnis. Immer diese Kurzschlussschaltung. Das ist das Langsamste, was es gibt unterm Strich. Die ist unglaublich ineffektiv unterm Strich auf langer Sicht und sehr, sehr langsam. Wir müssen hier eine Routine üben. Und im Büro ist es schwieriger wie in kurzzyklischen Prozessen. Absolut. Da würde ich irgendwie gucken, wie man das macht. Oder Janina hat zum Beispiel eine Baustelle in der Produktentwicklung. Ich glaube, da wird heute noch eine Menge kommen, genau zu dieser Frage. Genau zu dieser Frage. Ja? Da ist wesentlich mehr Wissen da. Janina weiß viel mehr zu dem Thema wie ich. Ich glaube, die Antwort. Dann würde ich einfach sagen, wir warten mal ab. Also Entwicklung ähnelt sehr stark, denke ich, zum eher nicht. Einen nicht produzierenden. Vorsicht. Ja, ich hab das Fettnäpfchen gerade noch gesehen und bin drüber gestiegen. Es ist kein produzierender, ja, also wo ein physisches Produkt entsteht. Und insofern ähnelt es vielleicht eher Verwaltungsprozessen, sage ich mal. Ja. Insofern würde ich dann Ihr Handzeichen auch erstmal zurückstellen. Die Küche oben wartet. Wir hatten noch eine Frage, die würde ich noch, ich bringe Ihnen das Mikro gleich, die würde ich noch zulassen und dann würde ich vorschlagen, wir haben über eine Stunde Zeit für die Mittagspause, da können wir auch noch weiter diskutieren. Genau. Bitte? Die Antwort auf die erste Frage. Stimmt. Ishikawa, ne? Genau. Gibt es andere, die vielleicht dazu was sagen wollen? Frau Halbzeit, du hilf mir. Also Sie sind ja mit dem Problem sind wir oft konfrontiert, wir haben recht komplexe Prozesse. Für mich eine Merkregel, solange ich einen Prozess vor Ort beobachten kann und genau sehen kann, was da passiert, solange gehe ich mit der konventionellen Fragetechnik, also was passiert da eigentlich 5W und gehe dann tiefer. In dem Moment, wenn ich den Prozess nicht beobachten kann, Sie haben einen komplexen Prüfablauf oder Sie sind im Herdofen, Sie können nicht sehen, was da passiert, dann gehen Sie in die anderen Problemlösungstechniken, ja, die ein bisschen abstrakter sind. Dann. Also ins Experimentieren.
experimentieren dann, in dem Moment, wenn ich es nicht mehr... Na, experimentieren tun Sie auch, solange Sie es beobachten können. Wenn Sie die Zusammenhänge nicht mehr sehen können, dann gehen Sie in die Shine-Ins und in die Taguchis und in diese ganzen etwas komplexeren Vorgehensweisen. Also ganz kurz, ich glaube, es gibt, also wir sind immer dabei, Experimente vorzubereiten. Also es gibt immer die Vorbereitung eines Experimentes. Es gibt Experimente, die sind banal vorzubereiten, es gibt Experimente, die muss man sehr sorgfältig vorbereiten. Vielleicht so. Ich glaube, das ist genau der Punkt daran, dass wir eigentlich ums Experimentieren gar nicht herumkommen. Also es gibt ja analytische Methoden, Prozesse zu optimieren, aber alle Berechnungen oder auch wissenschaftliche Erkenntnisse, die wir schon haben, funktionieren nur in genau diesem gleichen Kontext. Das heißt, wenn wir Berechnungen durchführen, müssen wir auch alle Parameter in einer Funktion abbilden können. Und meistens ist das in den vielen Prozessen einfach nicht der Fall, dass wir es überhaupt können. Das heißt, wir schaffen eigentlich ein Modell und das Modell muss in der Lage sein, genau die Realität abzubilden, damit wir etwas berechnen können und nicht experimentieren. Aber sobald wir das nicht können, und eigentlich ist das immer der Fall, müssen wir es ausprobieren. Trotzdem, ich bleibe dabei, dass die Frage noch nicht wirklich geklärt ist. Denn nehmen wir einen Produktionsprozess, irgendein Teil auf einer Linie verklemmt sich. Und dann frage ich den, und was machst du jetzt? Sagt er, ich baue einfach mal diese Biegung um und schaue, ob sie es immer noch verklemmt. Dabei ist die Ursache eigentlich gar nicht dieser Bogen, sondern die Ursache liegt 5 Schritte weiter vorne, wo irgendwo das Teil nicht richtig aufgelegt wird. Ja? Wenn ich nicht oft genug warum frage, bleibe ich einfach an dieser Stelle hängen. Ich komme nicht tiefer, wo eigentlich die Wurzel dieses Problems liegt, sondern ich behebe nur die Symptome meines Erachtens. Wenn ich sofort ich mache Experimente, um die Symptome auszumerzen, aber nicht um die Ursache zu bekämpfen. Also, ich weiß nicht, Mike. Kannst du mir da noch weiterhelfen? Ja, über die Experimente finden Sie die Ursache. Ja. Und wie können wir so schnell wie möglich diese Vorrichtung machen, diese gebogene Vorrichtung oder so, und dann sehen wir weiter. Wir sind einen Schritt näher an diese Horizont gekommen und können ein bisschen weiter drüber sehen. Ich kenne eigentlich keinen anderen Weg, Ursachen zu finden, als auszuprobieren. Und wenn Ralf sagt, wir schauen uns die Sache an, wenn es sichtbar ist, das ist auch ein Experiment. Bei Seidel gab es vermischte Teile und Lutz hat gefragt, was ist der nächste Schritt? Und der Lerner, der Mentee, hat gesagt, ich gehe mal ins Kunststoffwerk und schaue mir einfach mal an, wie sie die Teile, also es gab gemischte Teile in der Kiste. Ich möchte mir einfach anschauen, wie sie mit diesen Teilen in der Kunststoffabteilung umgehen. Perfekte Antwort. Wissensgrenze, ich weiß es nicht genau. Ich gehe einfach mal dahin und gucke. Das ist auch ein Experiment. Go and see ist ein Experiment. Das ist auch ein bisschen so, dass ja nicht mein Prozess ist, sondern es ist ja der Prozess des Mentees. Muss man einfach auch den Mentee mal machen lassen. Also man muss auch einfach immer erlauben, er darf ruhig einen Fehler machen. Und wenn er erstmal die Kurve da einbauen will und er merkt dann, vielleicht eine Stunde später, Mensch, der Teil klemmt ja immer noch, einfach mal, okay, mach doch den nächsten Schritt, du wirst schon lernen. Also ich sage, ich muss nicht alles wissen. Und da bin ich auch einfach durch die Kata relaxter geworden. Ich muss nicht immer die Lösung vorgeben und sagen, mach nicht das, sondern mach das. Also. Das ist genau richtig. Wir wollen die Lösung haben. Der Manager kümmert sich mehr um die Vorgehensweise des Mitarbeiters. Und wenn der Coach sieht, Mike ist sich noch nicht so ganz sicher, er will schon eine Vorrichtung bauen aus Aluminium und so, mit schöne feine Schrauben und alles, dann würde Gerd sagen, Mike, wie können wir das jetzt irgendwie erstmal testen? Ja? Und wenn der Gerd sogar sieht, dass es nicht funktionieren wird, pädagogisch besser, dass Mike ins Loch tritt. Wesentlich besser zum Lernen. Ja? Aber enorm gut, wichtig, dass der Mike ziemlich schnell das Loch selber findet und dass dieses Loch finden oder dieses Ups, falscher Weg, dass er das so schnell wie möglich findet und dass es niemanden stört. Darauf achtet der Coach sehr. Ja? Also die fünfte Frage ist die schwierigste für den Manager. Die fünfte Frage ist, wann können wir sehen, was wir aus diesem Schritt gelernt haben? Und der Coach, der Manager, der 20 Jahre MBO gemacht hat, ja, der stellt die Frage, die Sie vorhin gestellt haben, wann können wir uns das anschauen? Ja? Bis wann haben Sie es fertig? Und wir müssen uns solche Mühe geben, Manager zum Punkt zu bringen, wo sie sagen, mit vollem Herzen sagen, wann können wir sehen, was wir gelernt haben? Wir kommen an diese Horizontgrenze nicht weiter. Wir können nicht weiter über den Hügel sehen, bis wir diese Idee getestet haben. Ja? Es ist 5-mal warum, aber one at a time.
Ja? Nicht im Raum sitzen und sagen, warum, warum, warum. Das ist Zeitverschwendung. Ja? Wir wissen es nicht. Was ist die nächste Zahl? Ich weiß es nicht. So schnell wie möglich über diese Grenze kommen. Und endlich, wenn der Manager es versteht, durch Üben, und sagt, hey, das ist eine Idee, dieses Ding zu biegen, diese Vorrichtung. Wann können wir sehen, was wir daraus gelernt haben? Versteht voll und ganz, was hier abläuft. Ja? Aber der Lerner, der Mitarbeiter, ist schon 20 Jahre MBO geführt. Ja? Ich sage, wann können wir sehen, was wir aus diesem Schritt gelernt haben? Was hört er? Was hört der Lerner? Bis wann hast du es fertig? Ja? Ach, nee, das ist nicht, was gemeint ist. Ja. Aber wir sollten nicht schwarz-weiß 5 warum rauswerfen. Das ist nicht unser Ziel heute, das, was wir wissen, wegzuwerfen und hier was Neues. Wir wollen nur ergänzen, wir wollen nur nachdenken. Da war was mit Experimentieren. Ach so, im Sport. Sie fangen an, irgendeine Sportart zu lernen. In der Musik. Ja? Sie fangen an, ein Instrument zu lernen und sie üben vielleicht ein einfaches Stück. Jetzt nicht gerade die Administration, vielleicht die Vormontage. Ja? Das Musikstück Vormontage. Okay. Und wenn Sie anfangen, fangen Sie mit zum Beispiel, wer macht Musik? Mit Tonleitern an. Okay? Aua. Okay. Und als Eltern, wenn die Kinder Tonleitern machen, aua. Okay? Oder wie Sie gesagt haben, ja? Oder im Sport, erstmal einfach das 100-mal machen. Okay? Ja? Und Sie werden irgendwann Profi. Das ist im Sport, in der Musik, in der Kunst, gang und gäbe. Im Business gehen wir eher, wie Sie sagen, vor, nee, wir ändern das sofort. Wir machen es sofort menschlich, wir machen es nicht, wie Sie sagen, wir machen es anders. Sie haben schon verloren. Ja, sorry. Sie müssen, warum ist es in Sport und Musik und alles andere ganz normal? Erst üben mal ganz formal im Kampfsport, ganz formal erstmal üben, irgendwann ist die Kata weg. Ja? Und was wir gemerkt haben ist, wenn wir Amerikaner mit Toyota-Leuten aus Japan arbeiten, wir finden das sau doof. Ja? Wenn die sagen, here's a problem, what do you think? Und dann legen wir einen Vorschlag vor und dann sagen sie, no, no, try again, try again, try again. Diese mysteriöse japanische Art des Coachings und irgendwann nach 10 Jahren wird es dir einleuchten, welches Muster wir hier wie einprägen. Ja? Wir finden das richtig doof. Ja? Und was wir in unseren Untersuchungen merken ist, im Westen, wenn wir sagen, hey, das ist ein Muster, es lehnt sich an die wissenschaftliche Methode an, wir wollen so eigentlich vorgehen und es gibt neurologische Bahnen, um das einzuprägen, genau wie im Sport, in der Musik, müssen wir erstmal ein bisschen formal üben, ja, immer wieder diese erste Frage, leg einfach mal die Hand auf den Zielzustand, ja, was ist er, orientiere sich. Das machen wir ganz formal, damit es später vergessen wird. Ja? Weil, wissen Sie, was die Leute sagen? Die sagen, okay, jetzt wissen wir, was wir tun. Also mein Vorschlag wäre, vielleicht nicht sofort am Anfang von der Kata zu divergieren. Ja, Sie sollen Ihre eigene Kata entwickeln, natürlich, und Ihre wird anders sein als Ihre. Na klar. Ja? Aber anstatt am Anfang zu sagen, das ist doch banal oder das ist doch zu eng oder so, lieber erklären, was machen wir hier? Es ist genau wie in der Musik, genau wie im Sport, wir üben einfach und die Leute fangen an zu sagen, ach so, ich verstehe, was wir hier tun. Ja? I understand what we're doing. In unserem Militär, in der Army, machen sie ähnliche Sachen, habe ich erfahren, und sie sagen immer den Zielzustand und den Ist-Zustand. Sie sagen, diese zwei Fragen dürfen sie nicht umgehen. This is in the Army, ja? Also Bundeswehr. Ja? Ich weiß. Sie dürfen diese, ja, wir sind zur Diskussion hier. Ja, ja. Jetzt kommt die Diskussion, nach dem Essen ist alles weg. Ja, nach dem Essen hat ist sich es eine weg. Stunde Mühe gegeben. Ja, und das Essen ist zwei Tage. In der Army sagen die ersten zwei Fragen, so banal wie es auch sein möchte, sie zu wiederholen, sagen sie, absolut wiederholen, sonst machen sie endlose Diskussionen. Orientieren Sie sich, wo wollen wir sein, wo sind wir? Jetzt können wir ins Problem Solving eintreten. Das ist eine Frage von einem Kata-Coach der ersten Stunde da hinten. Go ahead. Carsten. Oder Schrei. Also ich arbeite auch bei der Firma Festool und wir machen das ganze Thema schon seit 3 Jahren. Und ich muss, als ich jetzt eben diesen Kommentar gehört habe, also grundsätzlich einfach mal widersprechen, weil ich sehe es auch so, dass wir in der Produktion exakt diese Fragen stellen. Ich gebe Ihnen recht, wenn Sie sagen, der Mitarbeiter kommt dann und denkt dann, was will der da? Klar, was ist ein Zielzustand? Klar, das kommt, das ist logisch.
weil das versteht ja auch keiner. Aber das ist dann eben halt auch die Aufgabe des Coaches, zu sagen, also der Zielzustand ist jetzt folgendes und wir wollen dann da und dahin. Das gibt natürlich dem Coach dann auch die Möglichkeit, den Mitarbeiter in dieser Denkweise ein bisschen weiterzubringen. Ist klar, ist auch seine Aufgabe. Aber was ganz wichtig ist, exakt diese Fragen zu stellen. Wir haben uns am Anfang auch wirklich, und jeder wollte die Fragen anders stellen, und jeder hat gesagt, oh Mann, immer die gleiche Frage. Aber letztendlich hat sich es als sehr, sehr positiv herausgestellt, dass wir immer dieselben Fragen stellen. Weil dieses Thema Cutter und Routine kommt dann einfach auch besser rüber beim Mitarbeiter. Der weiß Bescheid. Er wundert sich am Anfang, was für Fragen sind das? Aber irgendwann weiß er, aha, das sind die Fragen, und er weiß darauf zu reagieren. Und deswegen muss ich einfach mal aus der Praxis heraus und aus der Erfahrung sagen, lieber bei diesen Fragen bleiben und auch diese 5 Ws stellen, also auch mit warum, man muss nicht unbedingt wieso, aber man muss ja nicht nur fragen, warum und dann nichts mehr, sondern man kann ja auch fragen, warum denkst du, ist das so? Ne, also man muss die Fragen richtig stellen. Ja, sehr schön. Ja, danke Carsten. Wie weit nach unten? Die Mitarbeiter im Prozess, wenn sie taktgebunden sind, alle 60 Sekunden ein Stück machen, ja, dann sind sie busy. Wenn wir, ja genau, machst du das? Kurz meinen. Wenn diese Leute, die 4 Rollen, ja? Hier, wenn diese Mitarbeiter im Prozess taktgebunden sind, ja, dann sind sie. Also Leute fragen manchmal, wie binden sie ihre Mitarbeiter in die Verbesserung ein? Ich weiß sofort, diese Firma hat kein KVP. Ja? Es ist unmöglich, an dieser Arbeitsstelle eine Verbesserung vorzunehmen, ohne diesen Mitarbeiter. Ja? Aber wenn die taktgebunden sind, ist es sinnlos, diese Fragen hier zu stellen. Dann werden die Fragen, die tiefste Ebene ist mehr hier. Widerspreche mich, wenn du möchtest, Gerd. Möchte ich nicht. In Krankenhäusern und andere Arten von Organisationen sind die Mitarbeiter nicht so taktgebunden. Dann kann man durchaus auch hier die Fragen stellen. Ja? Das ist mein Eindruck, das ist nicht eine Schwarz-Weiß-Antwort. Ja, Thilo hat eine Antwort drauf oder eine Idee. Du hattest heute Morgen auf dem Flipchart dieses Tortendiagramm. Vielleicht können wir das nochmal schnell aufschlagen. Ja, es ist keine Sahne drauf. Es ist keine Sahne drauf. Es ist unkritisch. Okay. Wo war das? Es ist da. Ich finde es gleich. Es ist nie weggekommen. Ja, so. Also, hier, ich hab's. Ja. Okay. Streben. Die fünf Fragen sind in dem kleinen Teil der sehr leckeren und schmackhaften Torte. Ja. Mein Gedanke ist, es ist egal, wer darin arbeitet und in welcher Hierarchieebene. Wenn wir in diesem Teil der Torte sind, stellen wir die 5 Fragen. Ne? Genau. Ja. Okay, dann. Also wenn ihr den erleben wollt, dann müssen wir jetzt noch ein bisschen weiter diskutieren. Nur, dass wir auch ausreichend Zeit haben, wirklich zum Essen. Ja, klar. Es geht hier weiter. Ich schaue ganz kurz auf meine Agenda.